Hallo meine Lieben, das Video hier ist ein ganz besonderes Geschenk an euch. Hier findest du ein 90-minütiges Heilungscoaching, um Vater- und Mutterbeziehung zu heilen und um Schmerzen aus der Kindheit, also emotionale Schmerzen aus der Kindheit aufzulösen. Das hier ist ein Coaching für innere Kindheilung. Um es kurz zu fassen, damit du weißt, worum es geht. Die Beziehung, also wenn du eine Frau bist, ja, die Beziehung zu deinem Vater beeinflusst dein Männerbild, welche Männer du später aussuchst und was du denkst, unterbewusst, was ein guter Mann ist. Die Beziehung zur Mutter beeinflusst dein Frauenbild und was du unterbewusst denkst, was eine gute Frau ist oder wie sich eine Frau von einem Mann behandeln lässt. Mehr Details dazu findest du hier im Coaching. Wie gesagt, das dauert länger. Es ist sehr emotional, es geht tief. Also nimm dir die Ruhe, nimm dir die Zeit und ich wünsche dir eine wunderschöne Heilungsreise. So, jetzt ist es 18 Uhr bei euch, 19 Uhr bei mir. Das heißt, es ist der perfekte Zeitpunkt, um das Webinar zu beginnen. Schön, dass du da bist. Ich befinde mich jetzt in Zypern. Nach 24 Stunden Flugzeit bin ich in Zypern angekommen, in meinem Zuhause. Das ist mein Wohnzimmer, dass du das siehst. Mein Garten und Kinder aus der Nachbarschaft und mein eigenes Kind und so weiter. Und ich bin wieder da und ich fühle mich gar nicht schlecht. Ich habe zwar geschlafen bis heute 2 Uhr nachmittags, bin dann aufgewacht, so, oh, okay. Halbe Tag verschlafen, aber es geht mir eigentlich gut. Der Flug war ein Horror. Aber ich bin da und alles funktioniert. Folgende Information: Ich habe euch gebeten, pünktlich zu sein bei diesem Webinar, weil, wenn man unpünktlich kommt, verpasst man wichtige Inhalte. Und ich sehe, die meisten von euch haben das geschafft. Ja, das Webinar wird auch aufgezeichnet. Die Aufzeichnung ist aber dann nur bis für 2 Tage verfügbar, weil wir dann schon das nächste neue Webinar machen. Also, dann herzlich willkommen, liebe Jana, liebe Miriam, Cindy, Marion, Michaela, noch eine Petra, Sabine aus Ungarn, Kathi aus Hannover. Ich war schon mal in Hannover. Übrigens, Gina aus Nürnberg, da war ich noch nie. Die Melli, hallo, Bettina hat Verbindungsprobleme. Es liegt hoffentlich nicht an mir, sonst hätten sich mehr Leute beschwert. Hallo Sonja, hallo Jeanette aus England. Oh, ich liebe England. Ich hatte einen Zwischenstopp in London, ich liebe England. Hallo Colleen, hallo Liane, hallo Biljana, hallo Susan, hallo Barbara, hallo Jolanta, Ayana, Simone, so viele. Schön, dass ihr da seid, meine Lieben. Die Aufzeichnung gibt es, aber wie gesagt, Aufzeichnung bekommen auch nur die, die sich angemeldet haben für das Webinar, sonst bekommt man keine Aufzeichnung. Also das ist auch noch ganz, ganz wichtig zu wissen. So, gut, also dann legen wir endlich los, kommen wir zum Thema. Noch jemand ist in Zypern. Wer ist in Zypern? Elisabeth. Oh, Elisabeth, schreib an unser Office, dass du in Zypern bist. Lass uns treffen, lass uns Kaffee trinken gehen. Ich würde mich freuen, dich zu treffen persönlich, wenn du in Zypern bist. Wer ist noch in Zypern? Achso, die Kerstin schreibt schöne, schöne Zeile in Zypern. Aber bitte melde dich, wenn du in Zypern bist, Elisabeth. Das wäre total lustig, dich persönlich zu treffen. So, Grüße aus der Schweiz. Schweiz auch eins meiner. Eigentlich Schweiz ist mein deutschsprachiges Lieblingsland, sogar weil die Leute sind so freundlich in der Schweiz. Ich mag den Dialekt. So, also, meine Lieben, ich bin Beziehungscoach Petra Fürst. Das wissen eigentlich eh so gut wie alle. Manche wissen es nicht, weil sie vielleicht den Link von einer Freundin bekommen haben. Die Elisabeth ist in Paphos. Ja, ich bin auch in Paphos. Ich bin in Aphrodite Hills. Also, ich bin deine Nachbarin. So, cool, lustiger Zufall. Aber jetzt zurück zum Thema. Genau. Ich bin eigentlich Diplom-Physikerin. Ich bin in einem Labor gesessen, habe gelötet und so Dinge gemacht, Materialphysik gemacht. Aber seit 2011 bin ich Coach, weil ich durch die Physik zu wenig mit Menschen zu tun hatte, Menschen nicht so helfen konnte, wie ich es kann jetzt in meinem Beruf als Coach. Meine Mission ist es, Frauen zu helfen, eine glückliche Beziehung zu führen. Weil ich glaube, dass dadurch mehr Frieden in die Welt kommt, mehr Liebe in die Welt kommt.
weil das Gesundheit bringt, weil das gut ist für unsere Kinder, weil das gut ist für unser Umfeld, weil das gut ist für uns selbst, weil es ein ganz natürliches Bedürfnis ist, als Mensch eine Beziehung zu führen. Und das gilt nicht nur für Frauen, das gilt auch für Männer. Wir Menschen brauchen das. So, wichtige Information, das Webinar wird schon circa eine Stunde dauern. Geplant hatte ich also 45 Minuten, aber ich kenne mich. Es dauert eine Stunde. Wir machen Inhalt, es geht um die innere Kindheilung. Wir machen eine Übung und in den letzten 15 Minuten werde ich dann eure Fragen beantworten. Also lasst uns wirklich jetzt den Inhalt mal durchgehen und dann am Schluss, in den letzten 15 Minuten, gehe ich dann alle Fragen noch durch, die relevant sind für euch. Bitte während dem Webinar mach alle anderen Fenster auf deinem Computer und Handy zu und schalte die anderen Geräte aus, damit du ungestört bist. Einerseits ist das eine Sache von Respekt gegenüber dem Seminarkontext, aber auch für dich selber. Ich bin auch zu 100% da. Ich bin auch nicht nebenbei E-Mails lesen oder irgendwas aus. Es gibt einen Notfall oder sowas, aber eigentlich sonst nicht. Ja? Also sei zu 100% anwesend. Außerdem geht es hier um emotionale Heilung, emotionale Transformation. Wenn du nicht zu 100% zuhörst, dann bringt das Ganze nichts. Man kann nicht halb zuhören. Du gehst auch nicht zur Psychotherapie und beantwortest nebenbei deine E-Mails, weißt du? Du bist zu 100% da. Und wenn man zu spät kommt, ist das schlecht, weil man verpasst eine Menge von dem Inhalt. Und dann hast du nicht dieselbe Heilungserfahrung, die jemand hat, der die ganze Zeit anwesend ist. Jede Geschichte, die ich erzähle, die hilft deinem Unterbewusstsein. Ich arbeite sehr stark mit Metaphernarbeit. Das heißt, und das innere Kind reagiert auf Metaphern sehr stark. Wir arbeiten hier mit unserem Unterbewusstsein, mit einem jüngeren Ich von dir, wenn du so willst. Und dieses jüngere Ich liebt auch Geschichten und transformiert viel mehr durch das Fühlen, das Wahrnehmen, das Zuhören. Und deine Heilung beginnt bereits jetzt. Außerdem ist es auch etwas, was du für dich tust. Und jetzt, wo du dich entscheidest, etwas für dich zu tun, dir Zeit für dich zu nehmen, du beginnst jetzt etwas zu verändern, indem du das tust, während andere Leute, die nebenbei irgendeinen Facebook-Blödsinn anschauen oder nebenbei noch die Küche aufräumen, die bedienen ein altes Muster. Und dieses alte Muster ist, sich abzulenken, anstatt zu heilen, etwas für sich zu tun. Lenken sie sich ab. Und das ist ein Muster. Und wenn du die Tendenz hast, ich kann es nachvollziehen, ja, wenn da so Dinge hochkommen, dann haben wir die Tendenz, weggehen zu wollen, uns ablenken zu wollen, andere Dinge tun zu wollen. Das ist ein Muster. Widerstehe diesem Muster und bleib da. Bleib da und erlaube deinem inneren Kind, das zu fühlen, was jetzt hochkommt. Okay? So, in diesem Webinar geht es um das Heilen der Vater- und Mutterbeziehung. Also um die innere Kindheilung, damit du Schmerz aus der Vergangenheit loslassen kannst. Das ist wichtig. Das ist nämlich, ich werde dann noch mehr über diesen Schmerz aus der Vergangenheit sprechen, aber den loszulassen ist enorm wichtig, weil das ist genau das, was uns so oft triggert, was so oft hochkommt. Dieser Schmerz aus der Vergangenheit, das ist das, was dich stört, wenn du eigentlich in einem schönen Moment bist. Wir machen diese innere Kindheilung auch, damit du aufhören kannst, an dir selbst zu zweifeln und unsicher zu sein. Weil das ist auch so ganz ein gängiges Muster, das ich bei Frauen sehe und auch von mir kenne. Dieses an sich selber zweifeln, nie wissen, was will ich eigentlich, wer bin ich, sich ständig hinterfragen, war das jetzt okay von mir, darf ich das fühlen und so weiter und so weiter. Es ist ein verletztes inneres Kind. Wir machen das, damit du dich geliebt und sicher fühlst
und liebenswert. Denn das bist du und das hast du verdient. Und wir machen das heute, damit du eine glückliche Beziehung erschaffst. Ganz egal, ob du schon jemanden kennst, mit dem du zu tun hast, oder ob du noch niemanden kennst, das ist vollkommen egal. Denn in dem Moment, wo die Heilung in uns passiert, kommen die Dinge in unser Leben. Am Ende des Webinars habe ich auch ein Geschenk für dich im Wert von 100 Euro für euch. Und danach, ganz am Schluss, beantworte ich alle eure Fragen zu dem Thema. So, dieses Webinar hier ist wirklich für alle Frauen, die ihr Leben verändern wollen, die den Schmerz des inneren Kindes manchmal spüren können und die endlich frei sein wollen. Kennst du das? Hast du auch diese Momente, wo plötzlich diese Trauer hochkommt oder diese Angst hochkommt oder diese Verzweiflung hochkommt und du nicht weißt, woher kommt das, was ist eigentlich los? Das ist das innere Kind. Das Webinar hier ist für alle Frauen, die an Heilung und Transformation glauben und für Frauen, die positiv sind. Das ist ganz wichtig, die auch etwas tun wollen und nicht darauf warten, dass jemand mit der Zauberpille kommt. Weil das ist was, was ich auch wirklich ausdrücklich sagen möchte. Heutzutage, ihr wisst ja, wird ja alles Mögliche verkauft und beworben und so weiter und so weiter. Es gibt keine Zauberpille, okay, für emotionale Heilung. Ja, es gibt Psychopharmaka, die kann man einnehmen, dann fühlt man mal ein paar Stunden lang nichts. Das geht. Das ist aber keine Lösung, keine dauerhafte Lösung. Und alle möglichen Psychopharmaka-Tabletten oder Drogen, die betäuben zwar kurzfristig deinen Schmerz, aber sie bringen dir keine glückliche, erfüllende Beziehung. Menschen mögen aber gerne so Zauberpillen. Leider ist das so ein Ding, die Leute hätten es gern so schnell wie möglich. So, ah ja, ich nehme diese eine Tablette und es ist alles vorbei. So ist es nicht. Ja, so ist es nicht. Und das muss dir bewusst sein. Wenn du eine Zauberpille suchst, bist du hier falsch. Wir machen hier Arbeit. Wir machen hier Coaching-Arbeit. Wir machen transformative Arbeit. Und das bedeutet eben auch, etwas zu tun. Das Webinar hier ist nicht für Leute, die negativ sind, die ganze Zeit nur negativ sprechen und denken und immer nur das Schlechte sehen. Es ist auch nicht für Leute, die nicht an Coaching und Seminare glauben oder die andere Menschen runterziehen. Also ich möchte das auch ganz klar sagen, für solche Leute ist es nicht. Und ich behalte mir auch das Recht vor, Menschen aus dem Webinar zu entfernen, wenn sie andere beleidigen oder andere angreifen oder generell eine schlechte Stimmung machen, dann wird die Person entfernt. Und ich sage das deshalb, weil ich habe einen YouTube-Kanal und ich sehe, was da manchmal für Leute sind und wie die andere beleidigen. Und auch auf Facebook gibt es immer wieder Leute, die blöde Sachen schreiben und damit anderen irgendwie auf andere losgehen und so weiter. Und ich akzeptiere das nicht. Ich setze klare Grenzen. Ich habe nämlich eine starke Kriegerinnenenergie in mir entwickelt. Hatte ich nicht immer. Früher hätte ich all das über mich ergehen lassen. Aber das hier, das ist etwas, was Grenzen setzen, was ich ganz wichtig finde, ist negative Energien wirklich abzukappen. Wenn jemand schlecht drauf sein will, kann er das gerne bei sich zu Hause mit sich selber machen. Aber nicht in meinem Webinar. Und nicht auf meinem YouTube-Kanal. So, das Webinar hier ist übrigens auch live. Ja, weil manchmal sagen die Leute, glauben die Leute, es ist eine Aufzeichnung. Hier ist der Beweis, mein halb kaputtes Handy. Ihr seht, kann man es lesen, es ist der 18. April. Es ist bei mir 7 Uhr, weil ich in Zypern bin und ich bin eine Stunde voraus. Man sieht das Datum nicht gescheit. Aber es ist der 18. April hier. So. Ich mache das nur, weil es kam manchmal bei den Webinaren, kommen Leute, das ist eine Aufzeichnung. So, nein, liebe Freunde, ich bin hier live. Ja, 18. April. So, sonst ist es gut. Mein Handy ist schon so halb kaputt, weil die Kira das zum Spielen hatte. Ja, gut. Schön. Weiter im Plan.
Das Ziel des Webinars ist auch, einfach dir Klarheit darüber zu geben, warum du nicht glücklich bist in deinen Beziehungen oder keine hast. Also warum es so schwer ist, auch wahre Liebe zu finden. Warum du an dir zweifelst, warum du nicht zufrieden bist und, was das Allerwichtigste ist, wie genau dein Heilungsweg aussieht. Und ich werde dir erklären, woher die Muster kommen. Wir machen eine Übung gemeinsam. Das ist eine erste Übung zur inneren Kindheilung. Und danach wirst du wissen, wie du deinen Heilungsweg beginnen kannst. Und ich sage dir dann auch, wie ich dich weiter begleiten kann, wenn du das willst. Also du wirst auch erfahren am Ende des Webinars oder also Mittag gegen Ende, wie du mit mir persönlich eine 3 Tage Heilungsreise machen wirst und warum ich dir ein Geschenk im Wert von 100 Euro mache. Am Ende dieser Stunde wirst du dich besser fühlen, weil du bereits begonnen hast zu heilen und du weißt, was zu tun ist. So, ich bin seit 2011 Beziehungscoach und habe tausenden Frauen geholfen, ihren Traummann zu finden. Wir haben ganz viele Videos. Heute erst wieder eine Nachricht bekommen von einer Frau, die geschrieben hat, ja, und sie werden heiraten und so. Oder ich habe ihnen geholfen, den Mann zurückzubekommen, wenn er sich zurückgezogen hat. Aber für all diese Dinge, und es war egal, mit welchen Themen die Frauen ins Coaching kommen, wichtig war, und das war eines der wichtigsten Dinge, war bei jeder einzelnen Frau, dass sie ihre alten Schmerzen heilt und dass sie ihr inneres Kind heilt. Und ich habe mit Frauen gearbeitet, tausende unterschiedlichen Alters, weil ich mache das jetzt schon 11 Jahre, müsst ihr euch vorstellen, 11 Jahre. Und die Frauen waren zwischen 25 Jahre alt bis 65 Jahre alt. Und das ist komplett egal, wie alt du bist, weil nämlich diese Verletzungen passieren ja viel früher. Deshalb kannst du auch eine 25-jährige Frau im Coaching haben, die genauso einen Schmerz spürt wie jemand mit 40 oder mit 60. Ich habe 2 Bücher geschrieben, vielleicht kennt ihr die. Das eine ist dieses 21 Geheimnisse einer glücklichen Beziehung, das ist weniger bekannt. Das andere ist Erfolg bei Männern oder Pandoras Geheimnis. Und am 3. Buch schreibe ich gerade, schon länger eigentlich, das sollte bald fertig werden. Ich habe auch als Coach gearbeitet bei Austria's Next Top Model. Diese Model-Sendung im Fernsehen, halt die österreichische, geht wesentlich weniger zu sehr als die deutsche, aber ist genau das gleiche Format. Und meine Aufgabe war, dort den Mädchen mehr Selbstvertrauen zu geben. Und das war für mich ein Aha-Moment. Das waren wunderschöne junge Mädchen. Ja, also die waren wirklich, ich weiß nicht, waren die 17, 18, und attraktiver als halt der Durchschnitt. Und diese jungen Mädchen hatten enorme Selbstzweifel und Unsicherheiten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir denken uns oft oder so, wäre ich nur schön und jung, dann wäre alles okay, nicht? Hattest du den Gedanken schon mal, nicht? Ich glaube, also ich hatte dann definitiv schon so diese, oh, wenn ich so schön und jung wäre, dann wäre mein Leben ganz anders und so. Nein, ja, überhaupt nicht. Weil das hat damit nichts zu tun. Ob du schön bist oder nicht schön bist oder mittelmäßig oder durchschnittlich ausschaust, so wie halt die meisten von uns, ja, diese inneren Kindverletzungen passieren. Das Schicksal nimmt keine Rücksicht darauf, ob du schön bist oder nicht. Niemand wird verschont. Niemand wird verschont von diesen Verletzungen. Außer die total liebevolle, bewusste Eltern haben und die ein liebevolles Umfeld haben. Aber selbst da kann eine böse Großmutter oder ein Großvater oder ein Lehrer oder ein Nachbar, der dich missbraucht, kann alles kaputt machen. Also im Endeffekt ist das etwas, dieser Schmerz, dem wir alle ausgesetzt sind und der einfach auf uns zukommt. Die Heuni fragt was. Hallo Heuni, liebe Grüße zurück nach Ungarn. Meine Masseurin heißt auch Heuni. Wo gibt es die Bücher auf meiner Webseite? Die auf meiner Webseite im Membership-Bereich. Wir haben gerade ein bisschen umgestellt, aber du wirst es bald wieder finden auf der Webseite. Wenn du in diesen Member-Bereich gehst, findest du die Bücher. So, aber jetzt zurück zu dem. Ja, also niemand von uns
bleibt verschont. So ist das. Es ist echt Teil des Lebens, dass wir Schmerzen erleiden müssen. Manche von uns mehr, manche weniger, aber verschont. Ich kenne keinen, der verschont geblieben ist. Ich habe selbst toxische Personen in meiner Familie. Ich gehe nicht genau darauf ein jetzt, weil die Personen dann noch am Leben sind und so. Aber ich habe lange überlegt, nicht soll ich sowas geheim halten? Soll ich so tun, als ob meine Familie voll okay wäre, weil ich in der Öffentlichkeit stehe? Und weil sich das vielleicht herumspricht. Soll ich so tun, als ob meine Familie voll okay wäre? Kann ich nicht, ja. Kann ich nicht. Die Wahrheit ist, in meiner Familie gibt es toxische Menschen. Jemanden, der auch ganz besonders toxisch ist. Und ich denke mir, das auszusprechen ist wichtig und gut. Denn das Problem ist, dass die Opfer oft schweigen. Viele Opfer schweigen aus Angst, weil sie andere nicht verletzen wollen, weil sie Angst haben, dass ihnen niemand glaubt. Und ich möchte das nicht. Ich möchte die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist, in meiner Familie gibt es toxische Menschen. Ich sage nicht, wer genau, aber es gibt da die einen sehr krass und eine zweite Person, die auch sehr Einfluss hatte, aber die schon verstorben ist. Ja. So, und ich dachte daher immer, dass ich nicht gut genug bin. Das war wirklich die Geschichte meines Lebens. Ich dachte immer, ich sei ein schlechter Mensch. Nicht so wertvoll wie andere. Weißt du? Nicht so geliebt wie andere. Und ich dachte wirklich für fast 35 Jahre meines Lebens, dass es meine Schuld ist. Also habe ich Leistung gebracht. Ich habe mich bemüht. Ich wollte erfolgreich sein und schlank sein. In meiner Familie muss man schlank sein. Wenn man das nicht ist, ist man weniger wert. Dann wird man beleidigt und abgewertet, nicht? Unter anderem. Und wozu hat das geführt? Zum totalen Beziehungschaos. Also für 3 Jahrzehnte meines Lebens, also über 30 Jahre meines Lebens, habe ich niemals das bekommen, was ich wollte. Niemals. In Beziehung bei Männern. Ja? Wenn ich in jemanden verliebt war, total, habe ich den nicht bekommen. Wenn ich eine Beziehung hatte, waren das fast nur toxische Männer. Toxisch muss nicht jeder Narzisst gewesen sein, aber auf irgendeine Art und Weise narzisstisch, toxisch, keine Nähe, keine wahre Liebe. Und in all meinen Beziehungen davor, bevor ich die innere Kindheilung und das Erwecke die Königin, das Königin-Erwecken begonnen habe, ja, da hat sich's geändert. Aber davor hatte ich immer Männer, wo ich mich aufgeopfert habe und wo alles von mir abhing. Und weißt du was? Ich dachte, das ist normal. Ich dachte, das ist normal. So, bis ich alleine da stand mit einem neugeborenen Baby. So, das war mein zweites Kind vom zweiten Mann. Der war toxisch und daher habe ich mich von ihm getrennt. Also er war wirklich sehr manipulativ und ich war total unglücklich und ich war schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich halte es nicht mehr aus. Ich stehe da mit dem neugeborenen Baby. Und dann gibt es diesen einen toxischen Menschen in meiner Familie, der mir eigentlich sehr wichtig ist und dessen Liebe mir immer wahnsinnig wichtig war. Und dieser Mensch sitzt mit mir da und hat schon so ein Glas Wein getrunken und er sagt zu mir, kein Wunder, dass du schon wieder allein bist, du bist ja auch keine gute Frau. Dich will ja niemand. So. Das war der Moment. Und es ist der Moment, wo einer der Menschen, der dir am allerwichtigsten ist, eigentlich auf der Welt, dir sagt, du bist wertlos, direkt ins Gesicht, nicht irgendwie hinten rum und so, direkt ins Gesicht, weil er schon was getrunken hat und weil seine Hemmschwelle runter war. Die Wahrheit, in vino veritas, Freunde, in vino veritas, Schock. Ein Schock und die Erkenntnis in dem Moment war, und das war genial, ja, in dem Moment war, wow, das ist eine Programmierung. Das ist eine Programmierung. Ich wurde dazu programmiert, allein zu sein. Ich wurde dazu programmiert, mich selbst nicht zu mögen. Ich wurde dazu programmiert, mich unterzuordnen und auf alles zu verzichten. Glück und Liebe, das ist was für andere. Für mich
hart arbeiten und es allen anderen recht machen. Das war der Moment der Erkenntnis. Und dann stehst du da, 35 Jahre alt, bist alleine mit zwei Kindern. Was tust du? Was tust du? Wer will mich mit einem neugeborenen Baby? Werde ich jetzt für immer alleine bleiben? Hat dieser Mensch recht? Ist es dann so, wenn ich 35 bin und dann heißt es ja nicht, ab 35 sagen sie, ja, jetzt bin ich dann schon alt, nicht? Und dann das heißt dann, dass mich ein guter Mann nicht mehr will? Ich habe ein YouTube-Video gemacht, also jetzt am Mittwoch kommt es raus, zwei Tage. Ich glaube, Mittwoch soll es rauskommen. Ich habe früher mal ein YouTube-Video gemacht über alleinerziehende Mütter. Und da kamen richtig böse Kommentare von Männern. Finger weg von Müttern. Ich ziehe sicher nicht die Kinder von wem anders groß. Die wollen alle nur deine Kohle. Und so richtig böse Kommentare. Ich habe jetzt am Mittwoch ein Response-Video dazu gemacht, wo ich so richtig meine Meinung sage. Kannst du dir anschauen. Ja? Aber das sind die Gedanken, die du hast. Da stehst du da und du denkst dir, oh mein Gott, ja, ist das wirklich so? Werde ich wirklich für immer alleine bleiben? Und weil jetzt gerade jemand sagt, das Bild ist eingefroren, geht es jemand anderem auch noch so? Kleiner Tipp für technische Probleme. Wenn es ein technisches Problem gibt und eine Person merkt das, bitte sagt mir, ob das die anderen auch merken. Ist wichtig für mich zu wissen. Aber solange ihr mich hören könnt, ist alles gut. So, gut. Und dann bin ich da und dann gehe ich durch die Stadt und ich sehe überall glückliche Familien. Überall sehe ich diese Mama-Papa-Kind mit dem Kinderwagen am Spielplatz. Mama-Papa-Kind, überall sehe ich das. Und die lachen miteinander und die halten sich im Arm und die sind glücklich. Und ich will das auch. Ich will auch glücklich sein, ich will auch miteinander lachen, mich geliebt fühlen. Und das war der Moment und ich sage zu mir selbst, so, jetzt reicht's mit traurig sein, tu etwas, jetzt sofort und ändere deine Gedanken. Und das Erste, was ich getan habe, war die innere Kindheilung. Mach eine Analyse. Fast wissenschaftliche Analyse. Was ist alles vorgefallen? Woher kommen meine Gefühle, meine Ängste, mein Männerbild? Vor allem, woher kommt dieses Selbstbild? Und dann habe ich mir die Beziehungsmuster angeschaut. Was wiederholt sich immer wieder in deinen Beziehungen? Weißt du, egal was du tust, egal wie oft du neu anfängst, es endet immer gleich. Immer die gleichen Herausforderungen, das sind die Muster. Und dann habe ich es erkannt. Dann habe ich erkannt, hey, Moment mal, ich bin eine Königin. Ich bin eine Königin. Du bist eine Königin. Mein Selbstwert ist nicht abhängig von meiner Vergangenheit oder von meinem Beziehungsstatus oder wie viele Kinder ich habe oder nicht habe, auch wenn ich 50 bin und ich habe kein einziges Kind. Mein Wert hängt nicht davon ab. Mein Wert, dein Wert als Mensch, als Frau ist unabhängig davon, wer deine Eltern sind, was sie über dich denken, was alles passiert ist. Es ist unabhängig davon, was du alles falsch gemacht hast, denn du lebst jetzt in der Gegenwart und du hast eine Zukunft. Und ich habe erkannt, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin eine Königin und verdiene es, einen König an meiner Seite zu haben. Du verdienst es, glücklich zu sein, geliebt zu sein und alles zu haben, was du dir wünschst, und zwar jetzt. Und das war der Shift, das war wirklich die Veränderung. Und heute bin ich in einer glücklichen Beziehung, jetzt sind es 5 Jahre, und das war kurz, nachdem ich diese Transformation angefangen habe. Kurz danach habe ich ihn gefunden und er ist glücklich damit, dass er auch gleich Papa geworden ist. Ja, also dass er jetzt gleich 2 Kinder bekommen hat und er ist jetzt der Herzenspapa und nicht der biologische Papa. Und das Lustigste an der ganzen Geschichte ist, Leute, ich habe das Erwecke die Königin Seminar gehalten. Das war damals eins der ersten oder das
Ich glaube, es war das zweite, weil beim ersten hatte ich noch die Kira mit auf der Bühne, habe sie noch im Seminar gestillt. Beim zweiten hatte ich sie dann schon mit der Babysitterin. Da war dieses Erwecke die Königin Seminar in Wien. Okay. Und da haben wir all diese Dinge gemacht, innere Kindheilung, Selbstbewusstsein stärken, Muster auflösen. Und direkt nach dem Seminar, wirklich direkt nach dem Seminar, bin ich dort in die Yogastunde gegangen, habe noch meinen Seminarkoffer mitgezogen, wo ich Laptop und Skript und so noch drin hatte. Und da stand er da und da haben wir uns kennengelernt. Und ich war so stark drauf, direkt vom Seminar, ich war in so einer guten Energie, dass es ihn so geflasht hat. Er war ganz nervös, wie er mich gesehen hat. Er war total durcheinander. Wir haben uns sofort connected, haben uns sofort miteinander verbunden, also über Facebook, Kontakt ausgetauscht. Und kurze Zeit später hatten wir unser erstes Date. Und heute ist alles gut. Gott sei Dank. Und ich weiß jetzt, wie man vom Schmerz in eine glückliche Beziehung kommt. Und das zeige ich dir jetzt. Okay. Also, fangen wir an. Fangen wir an. Vater, Mutter, wenn dich dein Vater oder deine Mutter ständig kritisieren, wenn die dir immer wieder sagen, du bist nicht gut genug, du bist nicht schlau genug, du bist nicht brav genug und so weiter und so weiter. Wenn du immer wieder hörst, was du alles falsch machst, ja, und das kennen wir, glaube ich, gut. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gelobt worden bin von meinen Eltern für irgendwas, aber seltenst, ja, und wenn, dann vielleicht vor anderen. Aber egal. Gut, aber wenn du immer nur hörst, was du alles falsch machst, dann beginnt dein Inneres oder dein inneres Kind zu glauben, mit mir stimmt was nicht. Alles, was ich tue, ist falsch. Das lernt das Kind relativ früh. Weil nämlich das innere Kind bezieht die Unzufriedenheit der Eltern immer auf sich selbst. Immer auf sich selbst. Das Kind kann nicht unterscheiden. Das Kind kann nicht sagen, das sind die Eltern und das bin ich. Das Kind sagt, die Eltern sind nicht zufrieden mit mir, die Eltern sind unglücklich, die Eltern beschweren sich, es ist meine Schuld. Oder viele von euch haben mir auch das letzte Mal beim letzten Webinar, beziehungsweise auch beim Facebook, haben mir viele von euch geschrieben, dass ihr auch Gewalt in der Familie erlebt habt. Also körperliche Gewalt haben einige berichtet, weil die Eltern vielleicht auch suchtkrank waren. Und seelische Gewalt haben noch mehr Menschen berichtet. Beides ist total schlimm. Natürlich, körperliche Gewalt kommt in Kombination mit seelischer Gewalt, ist klar. Wenn du jetzt verprügelt wirst, wirst du ja auch beschimpft, erniedrigt und so weiter. Also das kommt in Kombination. Der Punkt ist halt, der Körper vergisst den körperlichen Schmerz. Ja, also sobald der Schmerz vorbei ist. Nicht, wenn man chronische Schmerzen hat, dann vergisst man es nicht. Aber sobald der Schmerz vorbei ist, vergisst der Körper darauf. Und das ist eine gute Sache. Der emotionale Schmerz wird nicht vergessen. Der emotionale Schmerz braucht wirklich ganz bestimmte Heilungsmethoden. Und bei den toxischen Eltern ist es so, dass diese ständige Abwertung, dieses ständige Erniedrigen, dieses ständige Zurückgewiesen werden, das ist das, was so furchtbar wehtut. Und als Kind fühlst du dich schuldig. Du denkst als Kind, ich bin schuld, dass die mich schlecht behandeln. Und das führt dann dazu, dass man als Erwachsener sich andauernd für alles verantwortlich und schuldig fühlt. Wer kennt das? Wer von euch hat das auch, dass du dich ständig verantwortlich und schuldig fühlst für Dinge, die passieren? Und dann natürlich als Erwachsener, wenn du dann jemanden kennenlernst, den du magst, dann spürst du sofort die Angst. Was ist, wenn der mich auch nicht mag? Was ist, wenn der mich richtig kennenlernt? Dann wird er mich auch nicht mehr mögen. Und Dauersingles, also alle von euch, die schon lange Single sind und diesen Schritt in die Beziehung nicht schaffen, haben Angst davor, dass jemand zu nahe an dich rankommt, dass jemand zu tief in dich hineinsieht und dann das Chaos sieht, das da drinnen ist. Weil das Selbstvertrauen komplett fehlt,
weil dein inneres Kind verletzt ist. Und dann gleichzeitig träumst du von einer perfekten Beziehung. Weil, hier ist die gute Nachricht, diese Träume, die du hast, okay, das ist etwas in dir, das sie nicht zerstört haben. Niemand konnte dir das zerstören. Die Fähigkeit zu träumen, die Fähigkeit, dir etwas zu wünschen, selbst wenn man dir deine Selbstsicherheit komplett genommen hat, deine Träume konnte man dir nicht nehmen. Da ist immer noch etwas in dir, das Wünsche hat, sonst wärst du nicht hier. Da ist etwas in dir, denn dein inneres Kind weiß, es gibt einen Weg, es muss einen Weg geben. Und ich will in einer glücklichen Beziehung sein. Dein inneres Kind weiß das, auch wenn viel passiert ist, aber tief in dir. Und manchmal ist es nur noch ein kleiner Funke, der da sagt, ich wünsche mir das und ich habe diesen Traum und ich hätte das gern. Und deshalb bist du jetzt auch hier und suchst nach Lösungen. Und du hast etwas für dich getan, du nimmst dir Zeit und du bist jetzt bereit, dein Leben zu ändern. Denn du weißt, von selber ändert sich nichts, nur das Wetter und man wird älter von selber und so. Aber besser werden die Dinge von selber nicht, das ist so, niemals. Das Haus wird nicht sauber von selber, leider. Die Probleme lösen sich auch nicht von selber. Für all diese Dinge muss man aufstehen und etwas tun. So, und deshalb ist hier jetzt eine Übung für dich, die ich mit meinen Klientinnen mache. In unserem Mentoring-Programm zum Beispiel machen wir das und immer wenn ich mit Menschen arbeite, mache ich das, weil das wichtig ist. Und das ist ein Einstieg jetzt in die innere Kindarbeit, okay? Noch mehr innere Kindheilung mache ich am Erwecke die Königin-Seminar im Mai. Das ist in einem Monat. Aber das hier ist jetzt ein guter Einstieg und das wird dir schon ganz viel erleichtern. Hast du etwas zu schreiben? Hast du was zu schreiben? Weil es wäre jetzt gut, weil wir jetzt Dinge aufschreiben werden. Wer jetzt nichts zu schreiben hat, schnapp dir einen Stift und Papier irgendwo her und wenn du auf irgendeine, weiß ich nicht, einen Beleg schreibst, einen Rewe-Beleg oder irgendwo drauf schreibst, wenn du gar nichts zu schreiben hast, dann konzentrier dich einfach und versuch's im Kopf oder vielleicht laut auszusprechen, wenn gerade niemand bei dir ist und dann schreibst du es einfach später auf. So. Und diese Übung, wir fangen an mit dem Vater, okay? So. Die Beziehung zum Vater prägt dein Männerbild und welche Männer du dir aussuchst. So, das ist jetzt ganz interessant. Und da, ich sage dann gleich mehr dazu, weil das ist nicht immer offensichtlich. Eine Klientin von mir hatte einen Vater, der war sehr kritisch und unnahbar. Keine Zeit für sie, nicht immer was Besseres zu tun und er war nie zufrieden mit ihr. So, als Erwachsene hat sie dann versucht, über Leistung zu glänzen. Das hat sie schon als Kind gemacht, gute Noten und fleißig sein und guten Beruf und so und Karriere machen und so. Also sie hat wirklich ganz viel Leistung gebracht. Und das ist nichts Schlechtes, Leistung zu bringen. Ja, wenn man bestimmte Dinge gerne macht und darin gut ist, finde ich das super. Okay? Das Problem mit der Leistung ist nur, wenn man sich darüber definiert. Dann ist es ein Problem. Wenn du jemand bist, wenn du ein Hobby hast oder einen Beruf hast, wo du voll aufgehst, super. Aber wenn das dein Selbstbild ist und du nur dann glücklich bist, dann ist es ein Problem. Aber das war bei ihr das Ding. Ja? Sie hat sich über Leistung komplett definiert. Dann hat sie Männer kennengelernt und die waren am Anfang großartig. Okay? Und daher dachte sie sich immer, ich kann gute Männer kennenlernen. Und sie meinte, wenn man sich die Männer so am Anfang anschaut, die haben gar nichts mit ihrem Vater zu tun, weil die Männer haben sich immer total bemüht am Anfang um sie. Deshalb hat sie diese Korrelation nicht sofort bemerkt. Nicht? Weil die am Anfang wirklich aufmerksam und nett und alles waren. Und dann kommt der Moment, wo sie sich öffnet.
und die Männer näher an sich ranlässt. Und in dem Moment haben sich alle zurückgezogen, hatten keine Zeit mehr, wichtigere Dinge zu tun, Beruf und so, weißt du, kein Interesse, genauso wie ihr Vater. Und da hat sie dann angefangen, in dem Moment begann sie dann so richtig zu kämpfen und sich so richtig zu bemühen. Umso mehr dieser Mann sich zurückzog, umso mehr und mehr kämpft sie. Umso mehr und mehr bemüht sie sich, weil sie innerlich, und hier ist das innere Kind, und das innere Kind sagt, schau mich an, Papa, schau, was ich kann, schau, wer ich bin, schau, was ich alles tue. Und es ist nie gut genug. Denn hier ist das Ding, die Männer lassen sich nicht davon beeindrucken. Ganz im Gegenteil. Egal, was sie tun, sie entfernen sich immer mehr, genauso wie ihr Vater. Bei dem war es das Gleiche, egal wie gute Noten sie hatte, er hat sich nicht geändert. Sie dachte immer, sie kriegt sie, natürlich hat sie ein kurzes Lob bekommen dafür, aber keine dauerhafte Liebe und Aufmerksamkeit. Und in ihr ist dieser Glaubenssatz drinnen, es ist nie gut genug. So. Das ist eine Geschichte von einer Person. Ich könnte euch 10 andere erzählen, aber aus Zeitgründen lasst uns jetzt an deiner Geschichte arbeiten. Fangen wir an mit der Schreibübung. Die Kathi sagt, sie hatte das seit dem ersten Freund. Kathi, ich hatte das auch über 20 Jahre lang. Ja? Und manchmal kommt es immer noch hoch. Also das sind Dinge, die muss man sich wirklich gut anschauen. Aber wenn man das anschaut, dann kann man es auflösen. Wir fangen an mit der ersten Übung zum Aufschreiben. Ich poste euch kurz ins Chatfenster. Ich habe es leider nicht geschafft, eine Präsentation vorzubereiten, aber ich sage es euch einfach an. Die erste Frage ist, wie war dein Vater zu dir und wie war dein Vater zu deiner Mutter? Das sind 2 relevante Fragen, okay? Wie war der Vater zu dir und wie war er zur Mutter? Das kann unterschiedlich gewesen sein, das kann gleich gewesen sein. Okay? Ich gebe euch jetzt 1 Minute Ruhe, um das aufzuschreiben. Okay? Ich stoppe einfach die Zeit mit. Ich bin jetzt einfach mal kurz ruhig. Wenn ihr was fragen wollt oder was braucht, dann fragt mich ruhig. Dann sagt Petra und fragt mich. Und sonst bin ich jetzt mal 1 Minute ruhig und lasst euch das aufschreiben. Ah ja, eine Frage. Für die, die schreiben, schreib einfach weiter. Für die, die ihren Vater nicht kennen, wo der Vater verstorben ist oder verschwunden ist, hier gibt's mehrere Zugänge. Nimm die Ersatzvaterfigur, also den Stiefvater zum Beispiel, oder Großvater, also die männliche Bezugsperson, die stärkste männliche Bezugsperson nimmst du dann, plus was du dazu nimmst, ist, wie stellst du dir deinen Vater vor und welche Gefühle hast du ihm gegenüber? Zum Beispiel bei Kindern, wo der Vater die Familie verlassen hat und nie wieder zurückgekommen ist, die haben oft das Gefühl, dass der Vater sie nicht liebt und deshalb gegangen ist. Also das ist so die ultimative Zurückweisung. Wenn der Vater verstorben ist, dann kommt es natürlich darauf an, wie alt du warst und wie gut man mit dem Ganzen umgegangen ist. Wir haben das schon auch gesehen im Coaching, wo der Vater verstorben ist, dass die Klientinnen dann ganz besonders versucht haben, sehr viel Leistung zu bringen, um dem verstorbenen Vater quasi so zu sagen, schau, was ich kann. Und manchmal übernehmen Kinder dann die Vaterrolle. Nicht, wenn die Mutter dann alleine ist, dann schlüpfen Kinder oft in so eine maskuline Rolle. Also wenn das bei dir der Fall ist, verstorbener oder verschwundener Vater, dann schau dir das so an. Dann schau dir an, wer war entweder die andere Bezugsperson oder wie fühlst du in Bezug auf ihn? Ja, das ist nämlich ganz wichtig, weil auch bei Verstorbenen, da kann man auch oft noch einiges auflösen. Kinder interpretieren das manchmal unbewusst so nicht. Mein Papa ist gestorben und er hat mich allein gelassen, nicht? Das kann auch zu Ängsten führen.
Bei Scheidungskindern, dann hast du ja einen Papa, der für dich hin und wieder vielleicht da war. Und auch wenn er dich nur einmal im Monat gesehen hat, dann nimm einfach wahr, wie das war. Ich habe hier ganz viele Kommentare von euch. Und adoptiert und Adoptivvater gestorben. So viele Schicksale, meine Lieben. Vater war nicht da. Ich weiß nicht, wie die Mutter behandelt hat. Dann Bettina, wie wurde die Mutter von anderen Männern behandelt? Das ist auch interessant. Mein Vater war oberflächlich und lustig, keine Grenzen setzend und nicht erziehend. Oberflächlich und lustig ist schon mal besser als narzisstisch und kalt. Dann vielleicht hat das eben auch die Auswirkung, ich weiß nicht, wie dein Beziehungsleben ausschaut. Vielleicht hat das eben auch die Auswirkung, dass du Männer hast, die vielleicht nicht mit beiden Beinen im Leben stehen. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ja. Die Jeanette hat liebevolle Eltern, das ist sehr schön. Aber die Eltern haben sehr viel gestritten. Wie löst man negative Konflikte bei Verstorbenen auf? Sagt die Michaela eh genau gleich. Die innere Kindheilung funktioniert, ganz egal, ob sie verstorben sind oder leben. Oft tun sich die Leute leicht, da wo die Eltern nicht mehr leben, weil die lebenden Eltern dann manchmal noch weiterkommen und dann einfach auch wieder oft noch, ja, die Eltern ändern sich nicht. Also was ich euch sagen kann, durch unsere Übungen hier, auch durch das Erwecke die Königin Seminar, die innere Kindheilung, die wir machen, das hilft euch viel, das ändert aber nicht die anderen. So, nächste Frage. Was hättest du dir von deinem Vater gewünscht? Was hättest du dir als Kind von deinem Vater gewünscht? Das ist unsere nächste Frage. Was hättest du dir von deinem Vater gewünscht? Und das ist ganz, ganz relevant. Was hättest du dir gewünscht? Ich trinke noch einen Schluck Wasser nebenbei, während ihr das aufschreibt für euch. Oder was wünschst du dir immer noch? Nicht? Man kann das ja auch in der Gegenwart formulieren. Was hast du dir als Kind gewünscht? Und wenn die Personen noch leben, was wünschst du dir immer noch? Dass er mich und meine Mutter mehr liebevoll behandelt, Anerkennung, Anwesenheit. Könntest du bitte einen Narzissten definieren? Das ist ein langes Ding. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Narzisstische Leute erkennt man daran, dass sie sehr auf sich selbst bezogen sind und keine Empathie für andere haben, immer anderen die Schuld geben, manipulieren. Also da gibt's gar nicht. Ich habe Videos drüber gemacht auf YouTube, die kannst du später anschauen. Da habe ich das wirklich elaboriert ihn bis ins letzte Detail, weil das ein Thema, mit dem ich mich gut auskenne. Ausgegebenem Anlass, nicht? Aus dem Familienumfeld habe ich einige interessante, konnte ich Beobachtungen machen. Geborgenheit, Versprechen einhalten, ja, Michaela, das kenne ich auch. Zärtlichkeit, keine Wutausbrüche, Zeit miteinander. Sehr gut, super. Gut. Und jetzt zum Vaterthema, die abschließende Frage. Wie hat das dein Männerbild geprägt? Was sind die Parallelen? Und so wie bei meiner Klientin, dass sie dann Männer kennengelernt hat, in dem Moment, wo sie wirklich Liebe entwickelt hat, wurde sie zurückgewiesen. Das ist eine Parallele zu ihrer Kindheit. Es kann aber auch sein, dass du Männer hast, für die du alles tun muss. Da kenne ich eine Klientin, wo die Mutter alles tut für den Vater und der Vater sitzt nur rum und lässt sich bedienen. Und die hat, obwohl sie sehr erfolgreich und stark ist, hat sie dann später immer Männer, wo sie eigentlich am Schluss dann alles tun muss. Ja, alles organisieren muss, auf alles schauen muss und die Männer so richtig faul werden. Also wie spiegelt sich das in deinen Beziehungen? Wie hat das dein Männerbild geprägt? Wie hat das dein Männerbild geprägt? So, es kommen so viele Kommentare von euch rein. Es ist so schön, schön zu lesen.
Und wirklich, schau dir an, ja, wie hat sich das ausgewirkt auf die Männer, die du kennenlernst? Und ich glaube, dass es kommen noch so viele Kommentare zu der vorherigen Frage, dass die neuen noch nicht angezeigt. Ah, da hat ja Dina schon eines. Männer, die viel Freiraum brauchen und ich immer wieder ins Klammern falle. Genau. Ich bringe Leistung, sagt die Svetlana. Monika war total allein mit der Mutter. Die Susanne hat, okay, Susanne, schau einfach die Aufzeichnung dann später, wenn du jetzt gerade nicht kannst. Das ist ja kein Problem. Ich schicke sie dann eh gleich raus. In 1-2 Stunden schicke ich die Aufzeichnung raus, ja? Genau, sie traut keinem Mann und so weiter. Genau, sehr gut. Super. So. Gut, weiter geht's. Jetzt zur Mutter. Die Klientin, von der ich vorhin gesprochen habe, die hatte eine Mutter, die sich aufopferte und die sich nie traute. Und wir sprechen dann gleich über die Heilung. Das kommt dann gleich. Ich gehe jetzt nur weiter zum Mutterthema. Die Klientin, von der ich sprach, hat eine Mutter, die sich aufopferte und nie traute, dem Vater zu widersprechen. Oder sich einen neuen Partner zu suchen. Das ist nämlich auch ganz faszinierend, dass so oft die Mütter bleiben, obwohl es ihnen schlecht geht. Oder, wie bei manchen von euch, die Mutter bleibt dann ihr Leben lang alleine und sucht sich keinen neuen. Also ihr fehlt der Mut, etwas für sich zu tun. Das heißt, dass sie sich aufopfert und unterordnet und ihre eigenen Bedürfnisse komplett hinten angestellt hat. Meine Klientin hatte ihr ganzes Leben lang Angst davor, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren oder eine Grenze zu setzen. Und für sie bedeutet Grenzen setzen oder ihre Meinung sagen, dass man sofort verlassen wird. Also sie hat wirklich diesen Gedanken, wenn ich meine Meinung sage, werde ich verlassen. Dann liebt er mich nicht mehr. Wenn ich eine Grenze setze, dann mag er mich nicht mehr. Das höre ich auch immer im Coaching, wenn ich sage, mach mal eine Kontaktsperre, ja, aber dann wird er mich nicht mehr lieben. Das ist diese Angst, wenn ich zu mir selber stehe, dann werde ich verlassen. Und sie dachte, eine Frau ist nur wertvoll, wenn sie angepasst ist. Eine Frau ist nur dann wertvoll, wenn sie alles dem Mann recht macht, nicht? So. Und das Mutterbild, die Mutter prägt unser Frauenbild und unser Selbstbild. Das ist ganz relevant. Das Verhalten der Mutter prägt unser Selbstbild. So. Wie war deine Mutter zu dir und wie war sie zu deinem Vater? Das ist die nächste Frage. Wie war die Mutter zu dir? Wie war sie zu deinem Vater? Ich schaue mal, ob man das da so reinschreiben kann. Na, kann ich nicht. Oder? Könnt ihr das lesen, was ich da jetzt reingeschrieben habe? Mit seinem Whiteboard, oder? Wie war deine Mutter zu dir? Wie war sie zu deinem Vater? Wie klein ist das, aber... Na? Wie war deine Mutter zu dir? Wie war sie zu deinem Vater? Schreibt ihr das auch auf. Und während du das aufschreibst, schaue ich ganz kurz nebenbei in meinem Ding was einstellen. So, perfekt. Cool, dass das hier funktioniert, dann kann ich auch gleich die nächste Frage hier rein. Und wenn du keine Mutterfigur hattest, dann ist genau das Gleiche. Dann trifft genau das Gleiche zu. Übrigens für alle, die sagen wegen dem Video, ihr kriegt das Video dann eh. So, und jetzt kommt eine ganz interessante Frage. Was hätte deine Mutter gebraucht?
Ja, da kann man die Schriftgröße machen. Hui. Was hätte deine Mutter gebraucht? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was hätte deine Mutter gebraucht, um glücklich zu sein? Und selbst wenn deine Mutter narzisstisch ist oder wirklich, weil manche von euch sagen, die Mutter war vielleicht bösartig oder manipulativ oder sehr distanziert, immer am Arbeiten und total überbelastet. Sie hätte Hilfe gebraucht, Liebe. Genau. Genau, sie hätte Selbstliebe gebraucht, mehr Verständnis. Ah, wir haben auch einen Markus hier. Hallo, lieber Markus. Es ist total okay, wenn der ein oder andere Mann dabei ist, meine Lieben, weil für Männer gilt ja das Gleiche, nur für die Männer. Ich bitte euch, das umzudrehen mit Mutter und Vater, okay? Weil bei euch ist es normalerweise andersrum. Bei euch prägt der Vater das Männerbild und die Mutter, ja, eh logisch, ja, es ist halt andersrum im Sinne von Beziehung, ihr wisst schon, ja. Bei homosexuellen Männern und Frauen weiß ich nicht genau, wie ich das anwende, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Da muss man vielleicht selbst schauen, wie das dann für dich passt. Das siehst du es anhand der Antworten dann. Die Silvia kann gerade nichts aufschreiben. Ist total okay, liebe Silvia. Lass auf dich wirken. Dein inneres Kind hat vielleicht gerade einfach Angst oder es ist vielleicht einfach gerade viel für dich. Das ist okay. Dann hör einfach zu. Bleib bei uns, Silvia. Lies die Kommentare der anderen. Weißt du, spür dich einfach da rein. Erlaube auch den Schmerz in deinem Inneren. Erlaube die Gefühle. Lies einfach mit und nimm dir die Zeit, Silvia, dann später dann nochmal hinzuspüren. Die Nadine sagt, die Mutter hätte Liebe, Raum zur Entfaltung, Entlastung und Anerkennung gebraucht. Sehr gut, genau so ist das. So, und jetzt eine ganz interessante nächste Frage. Wie hat das dein Frauenbild und dein Selbstbild geprägt? Schau mal, ob ich das. Es funktioniert mit diesem. Es ist zwar ein bisschen zusammengepfuscht, meine Präsentation, aber es ist nicht so schlecht. Wie hat das dein Frauenbild und dein Selbstbild geprägt? Das ist nämlich insofern interessant, weil das, wie die Mutter sich behandeln lässt, das bringt dir selber bei, wie du als Frau dich selber siehst und auch wie du andere Frauen wahrnimmst oder was generell für dich eine gute Frau ist. Unbewusst aber, unbewusst. Was sind die Parallelen? Und das Schräge ist, ich dachte ja immer, ich bin so ganz anders als meine Mutter. Ich meine, ich bin in vielen Bereichen anders, aber wenn ich unter Stress stehe, bin ich wie sie. Und das ist mir nie aufgefallen. Der Helmut hat mir das gesagt. Er hat gesagt, jetzt bist du gerade wie deine Mutter. So ganz hektisch und ganz abgehetzt bist gerade, weil du so einen Stress hast. Du bist jetzt gerade wie deine Mutter. Und ich bin so, wow. Und er, wenn er sich angegriffen fühlt, reagiert er wie sein Vater. Und das ist total spannend. Wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, wirklich gemeinsam, offen und ehrlich. Und das ist manchmal erschreckend, wenn dir dann dein Partner, der deine Eltern kennt, sagt, hey, du bist jetzt gerade so wie deine Mutter. Und du merkst, siehst in ihm plötzlich seinen Vater. Also halt einen negativen Aspekt. Ja, nicht komplett gleich. Wir sind ja natürlich alle unsere, aber das ist faszinierend. Letzten Webinar, das ich gemacht habe, hat auch eine Frau gesagt, sie empfindet das als Beleidigung, wenn ihr jemand sagt, sie ist wie ihre Mutter. Und das ist eben das Traurige, ist, dass wir nicht solche Vorbilder haben, dass wir sagen können, hey, ich bin stolz darauf, so zu sein, sondern es ist eher so, oh mein Gott, ich benimm mich jetzt gerade so. Aber halt, weil wir auch den Fokus auf was Negatives legen. Es gibt ja auch die positiven Seiten. Also wie hat das dein Frauenbild und dein Selbstbild geprägt. So. Und so, und jetzt kommen wir zu, wenn ihr das alle aufgeschrieben habt, jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden nächsten Punkt. Nämlich das, was du da aufgeschrieben hast, ja, all das, Moment mal, wie kriege ich das wieder weg? Ach, hier bin ich wieder. So.
diese Dinge, die du aufgeschrieben hast, die Sachen, die du von deinem, die dir von deinem Vater wünscht und die Dinge, die deine Mutter gebraucht hätte, meine Liebe, das ist dein Heilungsweg. All die Dinge, die deine Mutter gebraucht hätte, das sind die Dinge, die du jetzt brauchst. Okay? Das sind die Dinge, die dein inneres Kind braucht, zu heilen, um zu heilen. Und die Dinge, die du von deinem Vater gebraucht hättest, dir gewünscht hättest, das sind die Dinge, die du auch brauchst, um zu heilen, aber auch von einem Mann. Okay? Das ist jetzt der erste Schritt zur Heilung. Und hier ist jetzt die ganz wichtige Information. Und zum Thema Zeit, wir brauchen noch in etwa 20 Minuten, meine Lieben. 20 Minuten brauchen wir noch. Zum Thema Zeit, also 20 Minuten. So, und jetzt zum Thema Heilung, ist nämlich gerade wiederholt. Zum Thema Heilung, okay? Ladies, das ist jetzt die Heilungsaufgabe für euch. Die Dinge, die deine Mutter gebraucht hat, das sind Dinge, die du dir jetzt nehmen musst. Und das ist Königinnenenergie. Die Bedürfnisse sind unsere Heilung. Richtig, Yvonne. Die Erfüllung der Bedürfnisse sind unsere Heilung. Denn dein inneres Kind ist unsicher. Unsicher, verletzt, hat Angst, hat diese unerfüllten Wünsche, weil es nicht auf die Bedürfnisse achtet, weil es automatisch Dinge aus der Kindheit wiederholt. Das innere Kind geht immer den Weg, den es besser kennt, als statt den Weg, den es gerne hätte. Das ist ganz wichtig. Dein inneres Kind, wenn du das nicht beobachtest und bewusst bist, wirst du automatisch immer die Dinge anziehen, die sich wie zu Hause anfühlen. Du wirst immer dahin gehen, wo es weh tut, weil du den Schmerz kennst, anstatt dahin, wo du hin willst. Und der Ausweg hier raus ist, dir und deinem Inneren zu geben, was du brauchst. Und wenn deine Mutter, und Beispiel, deine Mutter hätte mehr Respekt gebraucht oder mehr Liebe, mehr Freiraum, ja, dann ist das Erste, was du für dich jetzt machst, ist heute sofort zu entscheiden, wie kann ich mehr Respekt haben? Wie kann ich mehr Freiraum haben? Wie kann ich mehr Liebe haben? Und diese Dinge, vor allem von der Mutterseite, die beginnen bei uns selbst. Stell dir vor, deine Mutter hätte diese Übung gemacht. Stell dir vor, deine Mutter hätte gesagt, okay, ich brauche mehr Liebe, um zu heilen, also nehme ich mir mehr Liebe, ich gebe mir mehr Liebe. Deine Mutter hätte sich sofort verändert. Und das hätte das Ganze rundherum verändert. Und Ellie sagt, woher bekomme ich diese Dinge? Von dir selbst und von Menschen, die dir das gerne geben. Und jetzt kommen wir dann gleich zu dem Vaterteil. Und lass mich den Mutterteil noch fertig erklären. Okay? Wenn du sagst, meine Mutter hätte mehr Freiraum gebraucht, mehr Selbstliebe, mehr Liebe, mehr Respekt. So. Das sind alles Dinge, die wir in uns kultivieren können. Wir können nur so viel Liebe fühlen, wie wir in uns haben. Das heißt, was wir machen müssen jetzt, ist, die Liebe zu fühlen. Und Liebe ist kein Endzustand. Liebe ist, wie man Dinge tut. Ein Adverb sozusagen. Ich halte mein Webinar mit Liebe. Ich weiß nicht, ja, räume meine Wohnung auf mit Liebe. Ich beschäftige mich mit meinem Kind mit Liebe. Okay? Ich fahre in die Arbeit mit Liebe. Es klingt total schräg, weil so die Leute sich das noch nie so überlegt haben. All diese Nominalisierungen, also diese Gefühle und Werte, kannst du auf Adverben umlegen. Ich tue was mit. Ich tue etwas mit Freude. Wenn du sagst, meine Mama hatte zu wenig Lebensfreude, deine Aufgabe ist es jetzt, Dinge mit Freude zu tun. Und fang mit der nächsten Tätigkeit jetzt an, wenn du heute noch deine Küche aufräumen möchtest oder wenn du heute noch
ich weiß nicht, bügeln wirst oder irgendwas machen wirst, mach's mit Freude, mach's mit Liebe, mach's mit einem Lächeln im Gesicht und sei dir bewusst, da passiert die Veränderung. Deine Kinder merken das, dein Mann merkt das, der zukünftige Mann merkt das. Oder wenn du Online-Dating machst, mach's mit Liebe und Freude. Verstehst du? Da drinnen ist die Übung und das ist was, was wir können und dazu brauchen wir unsere Eltern nicht mehr. Das ist der Teil der Mutter. Der Teil des Vaters ist folgendermaßen, du weißt, was du vom Vater gebraucht hättest, was du dir gewünscht hast. Das sind die Qualitäten, die du in einem Mann brauchst. Das sind die Qualitäten, die der Mann haben muss. Okay? Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und wenn da ein Mann ist, der keine Zeit für dich hat, und hier müssen wir Frauen wirklich auch ernsthafte Grenze setzen, lernen. Und das braucht Selbstbewusstsein. Aber das ist die Königin in dir. Die Königin in dir sagt, ich brauche einen Mann, der mich respektiert und liebt und wertschätzt. Okay? Ja, und ich zum Beispiel, ich habe, kennen Sie meine Geschichte, um auf den Punkt zu kommen, ich brauche Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Ich brauche jemanden, der mich anschaut, mit mir redet, ja, mit mir redet, weißt du, mein Vater redet ja kein Wort mit mir, hat er nie, wird er nie, interessiert ihn nicht. Ich brauche jemanden, der mit mir redet, der mich anschaut, der sich für mich interessiert. Und das ist ein ganz wichtiges Element und das habe ich dem Helmut erklärt. Und manchmal muss ich ihn daran erinnern, muss ich sagen, du weißt, das ist mir so wichtig, dass du mit mir redest. Komm, setz dich hin. Und gestern nach dem Flug um 1 Uhr morgens sind wir hier angekommen. Die Kira war schon im Bett und ich sage, lass uns hinsetzen, einen Tee trinken und reden. Ich muss reden. Es war ein langer Tag im Flugzeug, es war Stress. Lass mich mit dir reden. Und er kennt mich jetzt schon und er weiß das. Und er war todmüde und er hat sich die Teetasse genommen und gesagt, okay, lass uns reden. Und dann fühle ich mich geliebt und dann wache ich am nächsten Tag glücklich auf und dann fühle ich, dass das da ist. Und ich weiß, was er braucht, um sich geliebt und wertgeschätzt zu fühlen. Ist das normal, dass ich meine Kommentare nicht sehe? Ich weiß nicht, wir haben so viele Kommentare, weil wir haben ein paar hundert Leute, manchmal laufen die Kommentare dann so durch. Tut mir leid, wenn das Video hängt. Nadine, probier mal alle anderen Dinge auszuschalten. Bei dir, dann geht es vielleicht besser. Und ich glaube, bei den anderen hängt es nicht. So, das waren jetzt mal die ersten zwei Schritte. Okay? Also einerseits, mach die Dinge, was deine Mutter gebraucht hätte, das tust du für dich selber. Und das, was dein Vater dir geben hätte sollen, das holst du dir von Männern und kommunizierst das. Und hier ist jetzt der nächste wichtige Punkt. Wenn ein Mann nicht bereit ist, dir diese Dinge zu geben, okay, dann musst du eine Grenze setzen. Mach nicht das, was ein Kind machen würde, nämlich sich ausliefern und hoffnungslos dranbleiben, sondern dann setz eine Grenze. Und Bianca sagt, ich brauche einen Mann, der mich liebt und Zeit mit mir verbringt. Genau. Und wenn das jemand nicht machen will und nicht machen kann, hör auf, ihm nachzulaufen und setz eine Grenze. Und da zeigst du deinem inneren Kind, dass du dich selber respektierst. Und da passiert die Heilung. Und das war jetzt der erste Schritt. Ich habe eine Teilnehmerin, die diese Übung und mehr gemacht hat vom Erwecke die Königin Seminar. Die hat mir letztens auf Instagram geschrieben, dass sie dieses Jahr heiraten wird, seit sie die innere Kindheilung gemacht hat und das Erwecken der Königin. Die wird dieses Jahr heiraten. Da habe ich ein Instagram, da wo ich das habe, weil das ist wunderschön, wo sie mir das geschrieben hat. Ich zeige es euch gleich. Wo sie schreibt, sie wird jetzt heiraten. Und die hatte davor keine glücklichen Beziehungen. Ja, bei ihr hat es davor nicht funktioniert. So, da ist das. Ich versuche mal, das mit euch zu teilen. Ich weiß nicht, ob das geht. Schauen wir mal. Das hier möchte ich teilen. So, hier. Hier schreibt sie, sobald es wieder die Möglichkeit gibt, Petrus Coaching live zu erleben, nehme ich dich mit. Hat sie geschrieben. Vor 2 Jahren war ich in Berlin. Das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin.
Und hier schreibt sie, ich habe viel mitgenommen und natürlich umgesetzt. Und nun kann ich sagen, ich habe den für mich perfekten Mann an meiner Seite, den ich dieses Jahr sogar heiraten werde. 2 Jahre. Es hat 2 Jahre gebraucht, von dem inneren Kindheilung bis zum Heiraten. Vielen Dank für die Liebe, für Petra, für dein bereicherndes Coaching. Sobald es wieder die Möglichkeit gibt, werde ich wieder dabei sein. So, wie kann man das wieder ausschalten? So, das hat sie mir geschrieben. Das ist direkt passiert nach dem Erwecke die Königin Seminar, nachdem wir diese Heilungsübungen gemacht haben. So. Und was wir jetzt gemacht haben, war der erste wichtige Schritt. Und weil die innere Kindheilung und das Auflösen der Vergangenheit so extrem wichtig ist, habe ich ein 3-Tage-Seminar kreiert. Damals schon, ich habe euch erzählt, und das ist das Erwecke die Königin-Seminar. Das ist ein Live-Seminar und jetzt ist es endlich wieder möglich, live an so einem Seminar teilzunehmen. Und live ist es effektiver als online, weil du vor Ort bist, weil du weg bist aus deiner Komfortzone, weil du gemeinsam mit anderen Frauen und mit mir in einem Raum bist. Und das macht das Ganze noch 100-mal intensiver. Wir haben viele Online-Kurse gehalten und die sind mega gut, aber auch vor Ort zu sein, in einem Raum miteinander, ist 100-mal stärker. Wenn alle gemeinsam sind, erschafft das eine Energie der Heilung. Vielleicht kennt ihr den Spruch von Jesus, wo er gesagt hat, wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Und das ist aus der Bibel. Aber im Endeffekt, was da gemeint ist, ist, umso mehr Menschen gleichzeitig in einer gleichen Frequenz sind, umso stärker ist die Transformation. Und daher mache ich immer noch Live-Seminare, auch wenn die ganze Welt nur mehr auf Zoom und auf Online ist. Ich mache deshalb immer noch Live-Seminare. Und deshalb gibt es diesen Mai das Live-Seminar Erwecke die Königin. Das ist in 4 Wochen haben wir das, einmal in Köln und einmal in Zürich. Okay? Und in diesem, natürlich kann man, wenn du gar keine Zeit hast, kannst du es auch online machen. Die Linda schreibt, sie hat auch ihren Herzensmann an ihrer Seite seit dem Seminar. Lest sie das hier in den Kommentaren. Hier schreibt sie, ich muss das gleich abfotografieren. Hier steht, ich war auch am Seminar und habe jetzt tatsächlich meinen Herzensmann an meiner Seite seit dem Seminar. Österreich komme ich nicht. Und ich erkläre euch auch gleich, warum. Ich erkläre euch gleich, ich habe ein Geschenk für euch im Wert von 100 Euro. Also bleib dran, wenn du das hören willst. In diesem Seminar machen wir die 5 Verletzungen des inneren Kindes. Du hast jetzt einen Anfang gemacht. Wir gehen jetzt noch ein Stück weiter im Seminar. Da geht es darum, um das kritisiert werden des inneren Kindes. Wenn du immer kritisiert wirst als Kind und abgewertet, wenn du immer allein gelassen wirst oder vernachlässigt, wir sprechen über Gewalt, seelische und körperliche, wir sprechen über narzisstische, toxische Eltern, wir sprechen darüber, warum manche überbehütet und isoliert werden, das ist oft bei Männern übrigens so, oder wenn man gezwungen wird, Dinge seiner Eltern zu übernehmen, also wenn man nicht eigenständig denken soll. Diese 5 Verletzungen des inneren Kindes lösen wir am ersten Tag auf. Der ganze erste Tag geht um innere Kindheilung, innere Kindheilung, innere Kindheilung, Vergebung, inneren Frieden finden. Und da mache ich am Abend auch noch eine Hypnose mit euch, die das innere Kind heilt und stärkt. Die Gabriele ist in Zürich dabei, da freue ich mich sehr. Ich gebe euch gleich das Datum durch, Susanne, 1 Minute noch. Ich erkläre noch kurz den Inhalt, dann das Datum, dann gebe ich euch das 100 Euro Geschenk und dann beantworte ich alle weiteren Fragen. Wir machen die Hypnose zur inneren Kindheilung und danach fühlst du dich so, als ob du nie verletzt worden wärst. Du kannst die Lernerfahrung sehen und verstehen, aber sie tut nicht mehr weh. Du bist dann so, okay, ich habe was gelernt, aber ich fühle mich gut.
Am zweiten Tag arbeiten wir in den 8 Beziehungsmustern. Das ist ewiger Single. Ja, wenn du niemals jemanden findest, wo du immer alleine bleibst, da gibt es ein Muster, das kann man auflösen. Ich kann das auflösen mit dir. Die ewige Zweitfrau, wenn du immer Männer kennenlernst, die schon jemanden haben, weißt du, wo du einfach nur die Zweite bist. Oder die Kritikerin, also wenn du als Frau ständig das Schlechte siehst oder ständig kritisiert wirst von deinem Mann, dann die Dominatrix, das ist, wenn du deine weibliche Energie verloren hast und total in der männlichen Energie bist, dann findest du immer nur schwache Männer. Und das lösen wir auf, damit du wieder feminin wirst und damit du einen Alpha-Mann findest, also einen starken Mann. Das machen wir. Wenn du so quasi in dieser Mama-Rolle bist, wo du alles für ihn tust, aber nichts bekommst, das lösen wir auf. Wenn du die Therapeutin bist, also immer Patienten findest, die Krankheiten haben und psychisch krank und Burnout und um die du dich kümmern musst. Oder wenn du ständig Opfer von Missbrauch wirst, von wirklich seelischem oder körperlichem Missbrauch. Diese 8 Muster lösen wir auf. Und wir erschaffen ein neues Beziehungsmuster. Ein Beziehungsmuster für deine Zukunft. Etwas, damit sich nicht nochmal die Vergangenheit wiederholt. Dann erwecken wir die Königinnenenergie. Und das wird ein wunderschöner Moment. Du wirst da Stärke bekommen, Leichtigkeit, Anmut, Würde, Charisma, Ausstrahlung. Du wirst baff. Aufstrahlen. Ich zeige euch dann vielleicht später noch ein Video, wie die Frauen vorher und nachher ausschauen. Du wirst zu einer Königin. Und die Königin bekommt, was sie will, weil sie hat es verdient. Und ganz egal, was vorher war, die Königin ist der Phönix, der aus der Asche kommt. Die Königin ist Kraft, Weisheit, Schönheit. Und sie ist das passende Gegenstück zu ihrem König. Und in dir steckt eine Königin, jeder Frau. Wir machen Selbstsicherheit, Selbstliebe und Selbstwert stärken. Sofort. Es ist so. Es ist eine ganz faszinierende Übung. Du wirst es lernen und du wirst in 5 Minuten dich stark und sicher fühlen. Und stell dir vor, wie das sein wird, wenn du dann so rausgehst in die Arbeit, zum Date, zu deiner Familie. Wir arbeiten mit den Archetypen, mit der Königin, der Kriegerin. Das ist zum Grenzen setzen. Mit der Liebenden, das ist für Vergebung und Selbstliebe und Sinnlichkeit. Und mit der Magierin, das ist fürs Erschaffen der Zukunft. Und du lernst, deiner Intuition zu vertrauen und immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Am Abschluss machen wir dann noch eine Hypnose, um deine Zukunft zu manifestieren. Also du wirst da rausgehen nach diesen 3 Tagen wie ein neuer Mensch. Du wirst dich anders fühlen, anders bewegen, anders wirken auf andere Menschen und vor allem auf die Männer. Du wirst eine Königin in 3 Tagen und zwar jetzt, im Mai 2022. Willst du das? Wer möchte da dabei sein? Das Seminar dauert 3 Tage und es gibt 2 Termine. So, meine Liebe, wie hat es dir bis hierher gefallen? Es ist spannend, nicht wahr? Und sehr berührend. Jetzt geht's um dieses Erwecke die Königin Seminar, das am 20. Mai in Köln und am 27. Mai in Zürich stattfindet. Und es gibt dieses 300 € Geschenk für alle Teilnehmerinnen des Webinars. Achtung, den Webinarbonus, den ich jetzt gleich hier erwähnen werde mit Osterhase, der ist bereits abgelaufen. Der Osterhase-Bonus ist schon vorbei, eine Weile. Aber es gibt für dich als treue YouTube-Zuseherin genauso noch einen Bonus. Du verwendest einfach den Bonus-Code YouTube mit einem großen Y und den anderen Buchstaben klein und bekommst somit auch -20% auf jedes Seminarticket, das du kaufst, ganz egal ob Zürich, Köln oder für die Online-Teilnahme. Plus, ich schenke dir noch dazu die Aufzeichnung des gesamten Erwecke die Königin-Seminars im Wert von 200 €. Damit du dir das sichern kannst, bestell dir jetzt
dein Ticket für Erwecke die Königin Seminar. Du findest den Link auch direkt hier unter dem Video in der Videobeschreibung und gib dann bei der Bestellung unbedingt YouTube ein, dort wo Gutscheincode steht. Also da, wo die anderen Osterhase eingegeben haben, da gibst du YouTube ein mit dem großen Y. Und dann freue ich mich, dich bald am Seminar persönlich zu sehen. Schreib mir, wer will dabei sein? Die beiden Termine sind 20. bis 22.05. und 27. bis 29.05. 20. bis 22. ist in Köln. Wer will kommen? Schreib mir, wer dabei sein will. Ich habe ein Geschenk für euch dann noch. So, ich schreibe hier auf 20. in Köln und in Zürich vom 27. bis zum 29.05. Das sind die beiden Termine. Wenn du gar nicht anreisen kannst, wird Zürich auch live gestreamt und übertragen. Okay? Wenn ihr kommen wollt, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich anzumelden. Ich sage euch auch gleich, warum, und ich sage euch auch gleich, was das Geschenk für euch ist und den Preis. Also, erstens mal haben wir einen Frühbucherbonus, der endet heute um Mitternacht. Das haben wir schon lange so geplant, das steht schon seit November fest. Heute um Mitternacht endet der Frühbucherbonus und morgen wird das Ganze um 100 Euro teurer, okay? Deshalb solltest du dich unbedingt heute noch anmelden, weil es morgen eine Spur teurer wird. Die Preise für das Seminar sind folgendermaßen. Wir haben drei Sitzkategorien, okay? Silber, Gold und VIP. Silber sind die hinteren Reihen, die Reihe 6 bis 13 ist Silber. Ich schreibe das auch noch auf. So, Silber, das ist die Reihe 6 bis 13. Das kostet normalerweise 3,99 €, aber ich gebe euch gleich noch einen Gutschein, okay? So, dann haben wir Gold. Gold, das ist die Reihe 3 bis 5 um 4,99 €, aber auch hier, es gibt einen Gutschein. Also warte noch mit der Bestellung, es gibt noch einen Gutschein. Und VIP ist ganz vorne, ja, die Reihe 1 bis 2 und das ist 6,99 €. Mit den VIP-Leuten, für die gibt es dann auch noch ein kleines Mittagessen mit mir, gibt es noch ein paar Goodies zusätzlich, aber es gibt einen Gutschein und es gibt ein Geschenk. Okay, also ich erkläre euch jetzt, wie das funktioniert. Enthalten im Preis ist das Skriptum, Kaffee und Wasser, die Teilnahme am Seminar. Nicht enthalten ist die Unterkunft, die musst du selber organisieren und deine Anreise musst du auch selber organisieren und dein restliches Essen musst du selber organisieren. Aber sonst ist alles enthalten. Als Bonus haben wir für alle, die sich heute anmelden, gratis dabei die Aufzeichnung vom gesamten Seminar in Zürich als Video im Wert von 199. Aber das gilt nur für alle, die sich übers Webinar anmelden. Plus, es geht noch weiter. Also das erste Geschenk, das ich für euch habe, Geschenk 1, Aufzeichnung vom Seminar gratis. Okay? Das ist das erste Geschenk. Das zweite Geschenk ist, ich habe einen minus 25% Bonus, der heißt Osterhase. Auf jedes Ticket kriegst du minus 25%, wenn du Osterhase eintippst. Und das dritte Geschenk ist, die ersten 10, die sich anmelden, zum Beispiel für Gold, die kriegen von mir ein gratis Upgrade auf VIP. Die ersten 10 Anmeldungen kriegen ein gratis Upgrade auf die nächstbessere Kategorie. Die ersten 10, die sich jetzt anmelden, okay? So, ich gebe euch jetzt den Anmelde-Link hier durch, für alle, die dabei sein wollen, weil erstens mal endet das heute. Und zweitens kriegen die ersten 10 das gratis Upgrade. Mache ich rein? Ja. So, kann man online schauen? Ja, da musst du den Zürich-Termin
kaufen. Ich schaue gerade, wo man diesen Link reingibt. Hier. So. Ich schicke euch den sofort. So. Gut, seht ihr diesen Link jetzt, diesen grünen Button, wo man buchen kann? Könnt ihr das sehen? Die, die jetzt schon ein Upgrade wollen, Burgi, sehen dich, schreib mir ein E-Mail. Seht ihr den Button? Ja, bitte, hier kannst du buchen. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Okay, ich mache einen Screenshare mit euch. So, und zwar, Moment. So schaut das aus. Wenn du da hinkommst, das ist die Seite. Zuallererst wählst du hier aus Zürich oder Köln, okay, wo du halt lieber hin möchtest. Zürich ist 27., Köln ist 20., das sind 3 Tage. Sagen wir mal, du nimmst Zürich, hier wählst du die Anzahl aus. Wenn du eine Freundin mitnehmen möchtest, nimmst du 2, sonst nimmst du 1, okay, so. Dann gehst du da runter. Hier steht, sie haben einen Gutschein. Hier gibst du ein Osterhase. Okay? Dann steht Gutschein gültig und dann wurde das abgezogen. Hier hast du Silberkategorie, das wären die hinteren Reihen. Du könntest jetzt Gold nehmen. Da wird der Gutschein automatisch, also der Gutschein muss halt da stehen, Gold. Oder VIP ganz vorne, was du möchtest. Wie gesagt, die ersten 10 Leute, die jetzt Gold nehmen, werden abgegradet. Die Burgi, die mir gerade geschrieben hat, auch. Burgi, schreib mir nochmal ein E-Mail ans Office, weil ich sehe hier deinen Nachnamen und deine E-Mail-Adresse nicht. Burgi, schreib mir. Die Burgi ist schon die Erste. Und ja, Silber und Gold, ich mache ein Upgrade. Die, die jetzt Silber kaufen, die setze ich in die Gold-Kategorie. Die, die jetzt Gold kaufen, setze ich in die VIP-Kategorie. Das gilt aber nur für die ersten 10 Personen, die das kaufen. Okay? Dann, ihr könnt aber auch Freunde mitnehmen. Also wenn du sagst, du möchtest Freundinnen mitnehmen, dann geh einfach dort rein und nimm gleich 2 oder 3. Und es geht dann auf deinen Namen und dann sagst du deinen Freundinnen Bescheid. Dann trägst du hier Vorname, Nachname, E-Mail ein. Du kannst auch, wenn du selbstständig bist, über deine Firma bestellen. Da klickst du auf Unternehmen, dann kriegst du eine Firmenrechnung. Ja? Die meisten sind Privatpersonen, da reicht Vorname, Nachname und E-Mail. Bitte schau, dass hier die richtige E-Mail drin steht. Okay? Kontrolliere deine E-Mail unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil an die E-Mail kriegst du dann dein Ticket geschickt. Osterhase mit großem O schreiben bitte. Das ist auch wichtig, sonst funktioniert es nicht. So, meine Lieben, also die ersten 10 und da oben Köln oder Zürich auswählen. Ja? Und wenn du dich irgendwo verklickt hast, kein Problem, wir können dich rückwirkend auch umbuchen. Zürich wird auch online übertragen. Wenn du Zürich online machen willst, reicht das Silberticket. Zürich online, Silberticket, okay? Das habe ich hier nicht hinzugefügt. Genau, so kannst du das kaufen. Also 20. bis 22. in Köln, 27. bis 29. in Zürich. Die Uhrzeiten sind hier. Freitag beginnen wir 15 Uhr. Samstag 10 bis 18, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Der Grund, warum ich das nicht mehr, die Franziska hat Osterhase vergessen, ich schicke dir das Geld dann zurück, Franziska, ja? Schreib uns einfach ans Office, ich schau mal, hier ist nochmal der Link. Die nicht dabei sein können, kauf das Online-Ticket, weil du kriegst die Aufzeichnung. Wenn du nicht, Pavlina, wenn du nicht dabei sein kannst, kauf Silber für Zürich
Du bekommst dann das Video, okay? Kann man in den Reihen den Platz selbst wählen? Ja, Jasmin, das kannst du dann. Warum mache ich Österreich nicht? Aus organisatorischen und politischen Gründen. Die waren während Corona so streng und ich fand das so gemein und ich fand es auch, es ist auch organisatorisch sehr schwierig. Ich mache 2 Seminare im Jahr und das ist in Deutschland und der Schweiz und ich sage immer, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und wenn jetzt jemand sagt, er wohnt in Österreich und er kommt nur dann zum Seminar, wenn ich in Österreich bin, dann sage ich, dann ist es dir nicht wichtig genug. Ihr kennt meinen Spruch, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ich fliege um die ganze Welt für meine Wahl. Ich war jetzt in Orlando für ein Seminar, ich war in Cabo für einen Kurs. Ich denke mir, und die Flüge von Wien nach Zürich ist 1 Stunde, das kriegst du um 100 Euro hin und retour. Man kann in einem günstigen Hotel oder Airbnb, Pension in der Nähe wohnen, mit der Straßenbahn fahren. Es fährt direkt eine Straßenbahn hin in Zürich zum Beispiel, ja. Also man kann, ja, wenn man will. Ich meine natürlich, wenn du jetzt irgendwo, keine Ahnung, ja, in Bali wohnst, ja, kannst du natürlich nicht kommen, ist schon klar. Aber wenn du in der Nähe wohnst, dann schon. So, dann schaue ich mal, wer schon unsere ersten Gewinner sind von unserem Upgrade und dann beantworte ich gern noch alle eure Fragen. Denkt daran, der Frühbucherbonus endet auch heute. Der Osterhase, den haben wir noch länger gültig für alle, die Aufzeichnung schauen. Für alle, die die Aufzeichnung von dem hier jetzt schauen. Meine Lieben, der Osterhase ist für die Leute gültig, die die Aufzeichnung schauen bis 20.04. Aber diese 10 Upgrades ist nur für die gültig, die jetzt kaufen. Und zwar haben wir hier, Moment mal, wo sehe ich denn da die Namen? Ich glaube, die ersten, wir sind schon fast weg. Also, das erste Upgrade geht an, Moment, jetzt habe ich mein Ding, die Sandra. Wo habe ich denn das jetzt gerade wieder verloren? Es ist ein bisschen schwierig zu sehen. Hallo Leute, ihr könnt zurück reinkommen. Ich bin gleich fertig. Ich tue noch Fragen beantworten. Müsst nur leise sein im Hintergrund. So, das erste Upgrade ging an die... Die sind schon wieder so laut. So, hier habe ich den Namen. Die Nazi heißt jemand. Du hast ein Upgrade gewonnen. Die Claudia hat ein Upgrade gewonnen. Die Jana. Die Rita. Tina. Natalia, ein paar haben wir noch, Ladies, aber es wird ziemlich schnell voll. Ich aktualisiere mal. Und selbst wenn ihr, ja, ich glaube, Jana, das bist du, du hast gewonnen. Rosa, wenn du nicht kannst an diesen Terminen, dann kauf dir Silber und schau dir die Aufzeichnung an. Dann schau dir die Aufzeichnungen an. Die, die bereits gebucht haben, möchten gerne ein Geschenk haben. Sehr gerne, meine Liebe. Ich kann dir auch die Aufzeichnung schenken, liebe Rosa und liebe anderen. Ich schicke euch dann die Aufzeichnung. Gibt es eine Bestätigung für die Gewinnerinnen? Ja, meine Lieben, es gibt eine Bestätigung. Wir sind 3 Janas. Die Jana, die ich gerade vorgelesen habe, ist die Jana Bayer. Die Jana Bayer war ganz schnell. Warst du das? Die Jana Bayer war ganz schnell. So, dann haben wir hier... Mal abzählen. Die Christina, habe ich schon gesagt, Natalia, Tina, Christina, Annette, sind wir schon bei 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Die Anke und die Iris ist die 10. Herzlichen Glückwunsch, meine Lieben, ihr wart super schnell. Nein, du warst das nicht. Hast du schon, ist die zweite Jana schon drinnen? Lass mich mal schauen, ist die zweite Jana auch schon drinnen? Na, dich sehe ich gar nicht. Ich habe nur die Jana Bayer. Ich habe keine zweite Jana. Außer du hast dann, vielleicht muss ich nochmal aktualisieren. So, noch sehe ich dich nicht, glaube ich. Nee, aber macht nichts.
Dafür kriegst du jetzt noch den Osterhasen-Rabatt. Wie viele Personen sind maximal am Seminar? Um die 200, 250 sind es maximal, meine Lieben. Ich freue mich total, Jana, dass du kommst. Christina, freue mich. Super, geschafft. Die Jolanta sagt, sie hat das Geld nicht. Jolanta, möchtest du eine Ratenzahlung probieren? Dann müsstest du uns am Office schreiben. Vielleicht kannst du es auf zweimal zahlen. Ich freue mich so sehr, euch zu sehen. So, meine Lieben, es ist so, dass der, wie gesagt, der Frühbucherbonus ist noch bis heute Mitternacht. Ab morgen kostet es mehr. Und es sind minus 25%, sind 100 Euro weniger, Eleonora. Nicht zweimal minus, einmal minus. Der 100-Euro-Bonus sind die 25%. Ja, auch fürs Online. Ja, also für, auch fürs Online. So, meine Lieben, jetzt, ich freue mich so, euch zu sehen. Ich kann jetzt noch weitere Fragen beantworten. Gibt es noch Fragen? Hier, kann man das Online-Seminar auch ein anderes Mal ansehen? Ja, Ricarda. Denn du kaufst das und du bekommst dann automatisch das Video, okay? Das heißt, auch wenn du nicht dabei bist, kannst du es später anschauen. Die E-Mail-Adresse vom Office lautet folgendermaßen office@soulmatecoaching.de, weil das ist unsere neue. Wir haben auch die alte, die war office@liebestipps.com. Es funktionieren beide. Also es funktionieren beide, weil die alte ist noch nicht ausgeschaltet. Sonst kann man auch immer auf unsere Webseite gehen. Ja, ich biete Einzelcoaching an, liebe Kerstin. Das kostet aber 1500 Euro pro Stunde. Das ist eine andere Preisklasse und das verkaufe ich nur im 10er-Paket. Also ab 15.000 Euro Einzelcoaching bist du dabei. Der Grund, warum ich das mache, ist, weil da die Leute gleichzeitig ein Online-Kurs machen plus ein Mentoring plus meine Stunden. Und beim Einzelcoaching ist es mir wichtig, dass ich wirklich viel weiterbringe. Deshalb mache ich generell nicht einfach nur eine Stunde, sondern ich mache Pakete. Ja. Du möchtest deinen Sohn mitnehmen, Katharina. Wie alt ist dein Sohn? Die Anke hat Köln gebucht. Yeah, du hast eine falsche Bestätigung bekommen. Das tut mir leid. Dann schick mir bitte ein E-Mail, Anke. Dann schaut uns mal das Office sich das morgen an. Aber du bist auf jeden Fall in Köln dabei, Anke. Ganz egal, was auf dem Ticket, wenn am Ticket Zürich steht und du hast Köln gebucht, dann bist du in Köln dabei. Diana sagt, sie war schnell, aber ihr PayPal hing. Oh je, liebe Jana. Dann lass uns auf jeden Fall gemeinsam einen Kaffee trinken. Wenn du dann kommst, dann komm einfach zu mir und stell dich vor. Die Joana kommt nächstes Jahr, sie ist ewiger Single. Nicole, das kostenfreie Video, liebe Nicole, kommt nach dem Seminar. Das wird nämlich erst aufgezeichnet. Das kommt dann direkt danach. Gut, wo habe ich noch eine Frage vergessen? Also für die, die nicht live kommen können und die an dem Tag arbeiten oder auf Urlaub sind. Wenn du das Silberticket buchst jetzt mit deinem Osterhasen-Rabatt, kriegst du die Aufzeichnung sowieso und kannst sie nachher anschauen. Okay? Also das sollte mal hundertprozentig funktionieren. Dann der Sohn, Katharina, ist 2,5 Jahre alt. Hast du eine Babysitterin? Weil während dem Seminar wird er dann ja rumlaufen. Von mir aus, also Hunde und Kinder, hier ist das Ding. Hunde sind erlaubt, wenn sie brav sind. Okay? Kinder sind natürlich erlaubt, aber im Raum kann das fürs Kind langweilig sein. Okay? Wenn du eine Freundin mitnehmen kannst oder wenn du deine Mama mitnehmen kannst oder irgendjemanden, der aufs Kind schauen kann, wäre das super. Kinder als Teilnehmer ab dem 16., 17. Lebensjahr, weil es ist emotional tief. Okay? Ich meine, wenn der kleine Kerl brav ist, kann er gerne, dann kannst du ihn auch mit reinnehmen, dann läuft er halt rum, er darf halt nicht stören, Katharina.
Ich habe ja selber Kinder, ich habe mein Kind auch oft mit, ich habe sie jetzt auch mitgehabt bei einer Ausbildung und da musste sie brav sein. Ja, und dann war sie brav und ruhig, war sie in einem NLP-Kurs. Wenn er brav ist, bring ihn mit, aber vielleicht schau, dass du einen Babysitter hast oder vor Ort, dass man einen Babysitter organisieren kann, der im Hotel dann im Zimmer mit dem Kind ist. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja. So, welche Fragen gibt es noch? Die minus 100 Euro sind bis wann gültig? Bis zum 20.04. Eleonora, aber heute der Frühbucherbonus gilt nur noch bis heute Mitternacht. Das heißt, du müsstest heute buchen, weil die Preise der Tickets werden generell morgen erhöht. Ja? Ich meine, wenn du willst, kann ich nochmal mit dem Office reden und sagen, sie sollen noch bis zum 20. warten, bevor sie das erhöhen. Dann hast du noch 2 Tage Zeit. Jana, du konntest keinen Platz buchen. Warum? Was ist denn passiert? Kann ich irgendwie helfen? Jana, vielleicht kann ich dir irgendwie helfen, wenn du mir sagst, was war die Fehlermeldung? Die Ramona sagt, wie teuer ist das Online? Das Online ist 3,99, also wie das Silber. Das Online kostet so viel wie die günstigste Kategorie, wie das Silber. 3,99, aber mit dem Gutschein ist es halt fast, ist es 300 Euro ungefähr. Ich beantworte auch andere Fragen, Michaela, alle, die du hast. Aber ich bin nur noch nicht so schnell, weil ich so viele Fragen bekomme. Funktioniert das auch, wenn Deutsch nicht meine Muttersprache ist? Ja, funktioniert, liebe Jana, wenn du mich gut verstehen kannst. So, die Michaela fragt, wenn eine Frau nicht vom süchtigen Mann wegkommt, welcher Teil vom inneren Kind ist das? Das ist das Muster der Therapeutin. Das heißt, dass sich aufopfern, wo das innere Kind denkt, es muss für andere da sein, aber niemand ist für dich da. Der süchtige Mann, ein süchtiger Mensch, kann ja für dich nicht da sein. Das heißt, diese Beziehung lebt dann rein von dir und von dem, was du investierst. Das ist dieses Muster mit dem süchtigen Mann. Also wirklich auch das Thema, ich bin es wert, dass sich jemand um mich kümmert, plus, Michaela, ich bin wertvoll, auch wenn ich nicht immer für andere da bin. Also ich bin wertvoll, auch wenn ich mich nicht aufopfere. Ja, dass Hunde und Kinder erlaubt sind, das ist, weil ich selbst einen Hund habe und Kinder. Und ich finde das zum Beispiel, wisst ihr, was wir bei der Coach-Ausbildung machen? Bei unserer Coach-Ausbildung jetzt, übernächste Woche, da bringen die Leute ihre Kinder mit. Wir machen für die Kinder einen eigenen kleinen Coach-Ausbildungskurs. Da lernen sie so für die Schule ein paar Tricks und Gefühle lesen. Wir wollen ihnen Emotionen lesen beibringen. Wir machen für die Kinder eigens so eine kleine Gruppe. Eine meiner Trainerinnen macht das. Habe ich beschlossen jetzt. Weil fürs Königin-Seminar haben wir das noch nicht geplant. Das wäre dann, das wäre jetzt neu. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kurzfristig, aber prinzipiell in meiner Zukunft, in meinem Unternehmen sind Kinder erlaubt und erwünscht. Genauso Tiere. Ich meine, die Tiere müssen brav sein. Das ist klar. Aber die Kinder sind erwünscht und ich werde in der Zukunft noch mehr darauf schauen, dass ihr Frauen mehr unternehmen könnt, indem ihr eure Kinder integrieren könnt und dass wir für die Kinder dann so eine Art Kinderclub oder sowas anbieten. Zürich kann man live und online dabei sein. Also Zürich wird live gestreamt, Köln nicht, weil das kostet voll viel Geld, das Streaming. Und wir machen es einmal in Zürich. Zürich wird live gestreamt und wird online live gemacht. Köln ist nur eine Vorortveranstaltung. Bianca fragt nach dem kostenlosen Seminar. Also das kostenlose Seminar, das ist kostenlos dabei beim Seminar, Bianca. Also das ist ein Geschenk für alle, die sich anmelden. Das kriegt man nicht einfach so. Die Denise sagt, online war 199, das war letztes Jahr. Also dieses Jahr war das, glaube ich, nicht 199. Ich kann das nochmal nachschauen. Das ist mir neu. Ich glaube, wir hatten den gleichen. Na, das war immer 3,99. Das war letztes Jahr, wo wir das um 199 hatten. Wir haben es jetzt auch um 3,99.
Osterhase ging nicht, sagt die Ricarda. Ricardo, du musst das O groß schreiben und den Rest klein. Osterhase, so. Und sonst schicken wir dir einfach den Teil vom Geld zurück. Wenn du es nicht geschafft hast mit dem Osterhasen, dann schicken wir dir das Geld zurück. Online buchen kannst du auch, Maria, über diesen Link. Und da buchst du einfach, online habe ich was Eigenes, warte kurz. Wo war denn das online? Na, aber da habe ich was. Wenn du wirklich nur online buchen willst, habe ich einen anderen Link, habe ich den gerade weggeklickt. Warte. Hier ist es. Hier ist nur online, aber für online habe ich keinen Gutschein eingestellt, ja. Hier ist es nur online. Da habe ich aber den Gutschein nicht aktiviert. Wenn du willst, aktiviere ich ihn schnell nebenbei für dich. Gib mir eine Sekunde. Ich kann das nebenbei. Und dann, wenn ihr dann noch weitere Fragen habt, ich kann gerne noch Fragen beantworten. Ich bin nämlich total wach und fit, weil ich ja geschlafen habe so viel. Warte kurz. Hier, ich stelle schon den Rabattcode noch ein. Und dann haben wir es gleich. Dann kannst du es für online auch noch verwenden. An das habe ich gar nicht gedacht. Zuerst Seminar, online. Okay. Jetzt geht der Code auch für online. Den Online-Link habe ich euch hier geschickt. So. Okay, ich beantworte noch ein paar Fragen von euch. Wenn ihr Fragen habt zum Seminar oder andere, wo in Köln ist es? Mediapark, im NH-Hotel Mediapark. Da gibt es eine gute Verbindung mit der Bahn und so, habe ich gelesen. Mediapark. Gut, Kerstin, was macht man, wenn man mit einem Mann zusammen ist, der nicht mehr mit einem schlafen kann, weil er ein Muster hat, in Langzeitbeziehungen keinen Sex mehr zu wollen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hier zwei Dinge, okay? Wir können ja den Mann nicht zu 100% ändern, wo ich sage, wo ein Mann Therapie braucht, ist, wenn er impotent ist. Anderes Thema ist, wenn er einfach keine Lust mehr hat, weil er glaubt, dass das so ist, dann geht das durch Verführung, okay? Durch sexuelle Energie. Also, es ist ein ganz schneller Trick, Kerstin, den ich dir hier beibringen kann. Erstens mal musst du ihn leider verführen, weil er nicht auf dich zukommen wird, okay? Zweitens brauchst du dafür, musst du schauen, dass du dich nicht schlecht fühlst. Und wenn du jetzt negative Gefühle hast in Bezug auf die Sexualität, dann spürt er das und dann wird es schwierig. Das heißt, du musst in eine total gute, sexy Stimmung kommen. Okay? Das ist das Erste. Und dann ein bisschen ihn verführen, mit ihm spielen, dann dieses Push and Pull machen, weißt du, Augenkontakt machen, ihn mal wo berühren und dann wieder weggehen. Was nicht so gut ist, ist, wenn man sich auf ihn draufhängt und man versucht, ihn zu bearbeiten, weil dann fühlt er sich unter Druck gesetzt. Besser ist, wenn du ihn einfach heiß machst ein bisschen und dann weggehst immer wieder. Das heißt, dass er nicht das Gefühl hat, du machst Druck, sondern dass er das Gefühl hat, hey, die nimmt mir das wieder weg. Also, dass du dadurch das in ihm ein bisschen erregst. Das nächste, was man machen kann, ist die sogenannte Ankertechnik. Und ich versuche jetzt gerade wirklich in einem ganz kurzen Ding zu erklären, wie das funktioniert, indem du jedes Mal, wenn er erregt ist, eine Stelle an seinem Körper berührst, wie ein Anker. Baff, Anker, Anker, Anker. Immer wenn er erregt ist, ja, wenn du siehst, es geht, wupp, dann machst du zack und ankerst das immer an der gleichen Stelle. Später dann kannst du nur, indem du diese Stelle berührst, die Erektion bei ihm hervorrufen. Und dann natürlich keine dramatischen Gespräche über Sex führen. Umso mehr man darüber diskutiert, umso mehr kommt da Negativität rein. Weißt du, also da man muss das wirklich positiv halten. So, was kann ich noch für euch tun? Die Anke sagt, wegen der Platzauswahl, du wolltest Silber, oder Anke? Wenn du Silber wolltest, dann hast du nämlich das oben gehabt, wenn du einen anderen Platz wolltest, dann bitte ich dich einfach schnell eine E-Mail zu schicken. Dann bitte ich dich schnell eine E-Mail zu schicken, wenn du gerne einen anderen Platz hättest.
als Silber. Wahrscheinlich hast du Silber. Ich kann kurz schauen, ob ich dich finde. Anke. Warte mal, wo haben wir denn die Anke? Ich sehe da nie die Namen. Das ist so unübersichtlich, ich sag's euch. Ja. Es ist so unübersichtlich in diesem Webshop. Zumindest für mich. Ja. Für Leute, die sich besser auskennen, ist es das nicht. Wo haben wir die Anke? Anke, 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 wo bist du, Anke? Hier bist du. Anke, dein Nachname beginnt mit GUT. Ist das richtig? Du hast Silberkategorie gekauft. Wenn du gern was anderes hättest, dann musst du das, sagst du uns. Die Eleonore braucht den Online-Link. Moment, wo habe ich denn den schon wieder hin dann? Sag nicht, ich habe den schon wieder verdammt. Das ist ein Wahnsinn. Hier ist der Online-Link. Achtung. Online-Seminar ist hier. Da geht auch der Osterhase. Kann man so einen Kommentar anpinnen irgendwie? Highlight vielleicht. Da, ich habe es gehighlightet. Seht ihr das? Das ist fürs Online-Seminar. Und das andere, das ist fürs Live-Seminar. Noch ein zweites. Ich schaue, ob ich das auch so anpinnen kann. Ja, ich habe jetzt zwei gehighlightet: Live-Seminar und Online-Seminar. Wo in Zürich? In Zürich ist es im Hotel Camea. Camea in der Nähe vom Flughafen ist das schönste Hotel aller Zeiten. Das ist so wundervoll, das Camea. Das ist Wahnsinn. Wir haben da einen Saal mit roten Vorhängen, so Kerzenleuchten, diese Kronleuchter. Das schaut aus wie in einem Königinnensaal. Das Hotel Camea ist Wahnsinn. Wie aus einem, das ist wie aus meinem Traum, ja. Die Zimmer dort sind super schön, bissi teuer. Man kann aber in der Nähe günstigere Hotels finden und mit der Straßenbahn hinfahren. Also es ist sehr gut erreichbar. Robert sagt, ich hatte das Gefühl, bei meinen jüngeren Geschwistern sie waren dem Vater wertvoller. Kann das ein Grund für die fehlende Selbstliebe sein? Ja, Robert, das kann sein. Wann bekommt man bei Online die Aufzeichnung? Fragt die Maria. Innerhalb von einer Woche. Das ist ein technisches Ding, weil die streamen 3 Tage Live-Seminar. Und das sind Gigabyte, 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 Gigabyte an Datenmaterial. Und das muss dann rausgeladen werden und rumgeladen werden und what the heck, alles geladen und getan werden. Es dauert ein paar Tage. Also ich schätze, maximal 5 Tage, dann hast du es. Die Aufzeichnung von heute auf die E-Mail-Adresse. Ja, Christine, das wird erledigt. Die Nicole fragt, wo kann ich mehr über die Ankertechnik lernen? In meinem Kurs Glückliche Beziehung jetzt. Da lernst du alles über die Ankertechnik. Jetzt bin ich bei einem ganz anderen Produkt. Glückliche Beziehung jetzt findest du auf der Webseite soulmatecoaching.de. Da habe ich fast 1 Stunde Video nur über die Ankertechnik. In Glückliche Beziehung jetzt Online-Kurs, Nicole, da lernt man das. Manuela sagt, Petra, was sagst du zu meinem besten Freund? Wir kennen uns 22 Jahre, 10 Jahre keinen Kontakt. Im Januar half er mir durch die Trauer über den Verlust meiner Mutter und sagte mir, ich bin's. Ich dann alle klassischen Fehler aus Angst und jetzt hat er seit 8 Wochen eine neue Rebound-Beziehung. Und sie ist in der Kontaktsperre. Liebe Manuela, durchhalten, Rebound-Beziehungen halten normalerweise nicht lange. Okay? Also normalerweise hast du eine gute Chance, nach der Kontaktsperre ihn zurückzubekommen. Wichtig ist halt, dass du in einer guten Energie bist, also dass du wirklich die Fehler nicht nochmal machst. Ich meine, das sind jetzt eine Frage, da könnte ich stundenlang drüber reden und ich werde es dann auch doch bald aufhören, jetzt sind wir eh schon bald 2 Stunden. Und übrigens, es sind immer noch über 200 Leute hier dabei. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Riesen Kompliment an euch.
und ein riesiges Dankeschön, dass ihr euren Abend hier mit mir verbringt und so aktiv mitarbeitet und da wirklich noch dabei seid. Ihr seid echt, ihr seid super. Ihr seid einfach großartig. So, ja, also wichtig ist, dass du, also schau, Ex-Zurück-Strategie ist eigentlich Schmerz verarbeiten, Trennung verarbeiten, Neuanfang. Das ist es eigentlich. Erster Schritt wäre, den Schmerz und die Trennung zu verarbeiten und die alten Muster aufzulösen. Königinseminar wäre perfekt für dich. Zweite Sache ist es, neu anzufangen. Neuanfang heißt, dass man nicht die gleichen Fehler nochmal macht, sondern dass man neue Dinge macht, neu anfängt, besser anfängt, mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Liebe, mit mehr Freude, mit mehr Selbstvertrauen. So funktioniert eine Ex-Zurück-Strategie. Rebound-Beziehungen normalerweise sind schnell vorbei. Normalerweise schnell vorbei. Man muss es probieren dann, weißt du. Ich sage immer, probier es zumindest einmal, die Beziehung zu retten. Mindestens einmal würde ich es probieren. So, die Ricarda sagt, jetzt habe ich Zürich gebucht. Habe ich dann ein Online-Ticket oder wie ist das mit online? Ja, Ricarda, wir werden alle informieren, die Zürich gebucht haben jetzt, weil ich euch den Online-Ticket-Link nicht geschickt habe. Ich schreibe mir das schnell auf, dass wir alle informieren, wer von euch online kommt und wer von euch live kommt, okay? Ich schreibe mir das jetzt sofort auf, weil das hätte ich ein bisschen besser kommunizieren müssen, war mein Fehler. Alle Silber fragen, ob sie online wollen, okay? Ich schreibe mir das auf. Wenn du magst, kannst du uns zusätzlich auch noch schreiben. Alle kriegen die Aufzeichnung. Dann habe ich gesagt, auch Geschenk an die von vorher. Dann habe ich gesagt, für die, ich weiß nicht, wer das der Name, habe ich vergessen, bis 20.04. lasse ich den Frühbucher noch drinnen. Ausnahmsweise. Gut. Maria hat eh online. Friederike bedankt sich, sie konnte viel mitnehmen. Gut. Die Janas, die sind beide aus Leipzig, könnten gemeinsam hinfahren. Gute Idee. Die Krieger freut sich, Cindy freut sich auf das Seminar. Ja, ich freue mich auch, Cindy, dich zu sehen. Unbedingt kommt ihr zu mir und sagt Hallo, okay? Versteckt euch nicht, ich will wissen, wer ihr seid, weil es ist so schön, euch in echt zu sehen. Weil hier, ich sehe halt immer die Namen und so und ich kenne ja teilweise die Namen von euch, auch von Facebook. Aber wenn ich euch dann in echt sehe, dann ist es nochmal einfach, nochmal tiefer, nochmal schöner, sich wirklich in echt zu begegnen. Gut, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Die Eleonora braucht noch was von mir, nämlich den Online-Link. Stimmt's, Eleonora? Warte, ich mache das. Ich mache noch so eine zweite Einblendung. So, das war jetzt das normale Seminar. Wie mache ich denn das am besten? Eleonora, ich versuche dir hier im Chat zu schreiben. Warte mal, wo bist du denn? Eleonora, hier bist du. Reply. Ah, ich kann dir privat antworten. Hast du's? Hast du es gefunden, Eleonora? Ich habe es jetzt privat geschickt. Sehr gut. Hey, meine Lieben, ich danke euch fürs Dabeisein. Ihr kriegt eh dann noch ein Nachsende-E-Mail. Die Janas wollten noch Nummer austauschen miteinander. Macht das noch schnell, das über ihre private Chat-Funktion. Die Kerstin möchte auch den... Wer möchte noch jemand den Online-Link? Weil dann schicke ich ihn, warte mal, ich schicke ihn der Kerstin. Reply privately. So. Dann schicke ich ihn noch der Bianca, Kerstin. Die Luana, ja, du kriegst die Aufzeichnung. Wer wollte das denn noch haben? Der Frühbucher, ich lasse ihn bis 20. drin, Susanne, aber bitte beeilt euch. Ich kann nicht versprechen, weil die haben schon alles umgestellt, die haben schon alle E-Mails und so umgestellt. Denise möchte auch den Online-Link, reply privately, Online-Link. Die Aufzeichnung schicke ich, die Lavina möchte den Online-Link, reply privately, Moment.
Hier ist der Online-Link für die Lavina. GBJ-Kurs. Die Magdalena macht GBJ online und ist total happy. Yeah, Magdalena, mach Werbung für uns. Dieser GBJ-Online-Kurs ist der beste Online-Kurs, den ich je aufgenommen habe. Das ist eine Kombination aus allem, was ich bisher gemacht habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Diana kann nichts privat schicken. Oje, Jana, dann, ich weiß auch nicht, also wie du dich sicher fühlst mit der Telefonnummer. Du kannst ja hier schnell reinschreiben und, du hast dir deine E-Mail-Adresse geschickt. Manuela möchte den Online-Link. Moment. Für nächstes Jahr haben wir noch kein Datum. Nee, das ist noch zu lange hin. Die Claudia möchte den Online-Link. Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach. Ich will jetzt nur mehr Online-Links verschicken, meine Lieben. Es ist so schön, mit euch zu sprechen. So, Claudia, hast du's? Petra muss ich es noch schicken, den Online-Link hier. Manuela war es, jetzt habe ich schon geschickt. Ich probiere es nochmal. So. Gut. Den Online-Link. Ihr könnt dann später auch über die Sales-Page, ich schicke es ins Nachsende-E-Mail, gebe ich es auch noch rein, schnell, das mache ich jetzt noch schnell. Kann ich sonst noch irgendetwas für euch tun? Gibt es noch irgendetwas? Ich schreibe das dann noch rein, ganz unten in das Nachsende-E-Mail, wenn das noch nicht raus ist. So, gut, da schreibe ich es auch noch rein. Ich schreibe es ganz unten im Nachsende-E-Mail, okay? Dann habt ihr es da auch drinnen, Nachsende-E-Mail. Cool, meine Lieben, dann danke ich euch für heute fürs Dabeisein. Ich schaue noch, ob es noch was gibt. Der Osterhasen-Upgrade, sagt die Burgi. Ja, Burgi, ich habe dich auf der Liste. Schreib mir ein E-Mail. Du kriegst auch dein Osterhasen-Upgrade. Aber Burgi, du musst mir schreiben. Die Manuela hat noch nichts. Manuela, schau mal, hast du es jetzt, Manuela? Burgi, schreib mir, ja? Die Marleen sagt, er ist bei seiner Frau, wie soll ich trennen? Wie soll ich vorgehen? Kontaktsperre, Marleen, Grenzen setzen. Darüber habe ich viele YouTube-Videos gemacht. Wichtig ist, wenn einer sich trennen will, einfach auch darauf zu warten, bis er sich getrennt hat. Habt ihr den privaten Link nicht bekommen? Ich mache ein Nachsende-E-Mail, okay? Schau mal, ob ihr das kriegt. Ich schicke das so an euch, so in einem Chat. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Oder ich mache schnell ein Offer rein. Wartet mal. Remove Offer, Add Another Offer, Online-Seminar. Schreibe ich da jetzt. Ich mache das jetzt nochmal. Ich schicke das Online-Seminar. Aber live ist es lustiger. Ich sage euch das. Live ist es lustiger. Seht ihr jetzt den Button für das Online-Seminar? Seht ihr den Button jetzt? Da müsste jetzt ein grüner Button stehen, Online-Seminar. Die Marleen sagt, wie haltet man das durch? Ja, das braucht Stärke. Das braucht Stärke. Seht ihr den Button für Online? Ja, ach, Gott sei Dank. Das geht jetzt nur zu Online, okay? Ihr kriegt dann von mir eher Nachsende-E-Mail, wo dann das alles nochmal drinstehen sollte. Ja, das mache ich aber dann morgen, meine Lieben. So, ich freue mich voll, will nur live, immer nur Europa, sagt die Hanna. Ja, liebe Hanna, nur in Europa, nur in Europa. Hier ist nochmal der Live-Link, den kann ich auch nochmal posten für die Hanna. Hier ist live. Ihr müsst halt schauen. Ach, das ist nicht ganz kopiert. Live-Link kommt nochmal für die Hanna. Nur in Europa derweil, ja.
Tipps zum Durchhalten, Visualisieren und Selbstliebe. Ein Tipp zum Durchhalten ist meiner Meinung nach, sich zu sagen, hey, ich bin mehr wert als das. Das ist ganz wichtig, sich zu sagen, ich bin es wert, wirklich geliebt zu werden. Ich bin es wert. Es gibt eine Aufzeichnung von heute, die kriegt ihr. Das Upgrade kriegt ihr noch von mir. Das muss ich euch erst morgen schicken, okay? Weil ich muss das händisch machen. Das Gratis-Upgrade für die ersten 10 Personen mache ich händisch, persönlich. Da setze ich mich dann morgen hin in der Früh, mache ich tipp, tipp, tipp und schicke jeden von euch das Upgrade, okay? Versprochen. Das mache ich morgen früh persönlich. Also ihr kriegt das ganz sicher. Wo der Osterhase nicht funktioniert hat, da schicke ich das Geld zurück. Die Silber gekauft haben und online wollen, erledige ich alles morgen, okay? Morgen im Laufe des Tages, also bis spätestens morgen Abend habt ihr das und könnt mir vertrauen. Ich weiß, ich kenne euch, ich weiß, wer ihr seid, zumindest vom Vornamen. Wenn ihr dann am Seminar auftaucht, dann wird alles gut sein, es wird alles perfekt funktionieren. Ihr könnt auch immer wieder sagen, wenn ich euch irgendwas Falsches geschickt habe, einfach Bescheid sagen, wir erledigen das, wir haben ein super Office-Team und wir werden dafür sorgen, dass ihr alle eine großartige Seminarerfahrung habt, egal ob ihr in Köln oder in Zürich seid oder zu Hause. Ich sorge dafür, dass ihr das beste und schönste Seminar erlebt, das man sich vorstellen kann und dass ihr da rausgeht, alle wie eine Königin, dass ihr voller Freude, voller Kraft, voller Leichtigkeit rausgeht und dass ihr mir auch nächstes Jahr so eine Nachricht schreibt, so wie vorhin die Frau, die ich euch gezeigt habe von Instagram, die geschrieben hat, dass ich nächstes oder übernächstes Jahr von euch allen auch eine Nachricht kriege mit, hey Petra, ich werde heiraten. Meine Lieben, lasst es euch gut gehen. Wir machen in nächster Zeit mehr Webinare, um einfach mehr Kontakt wieder zu haben. Jetzt bin ich ja wieder da. Natürlich auch, um euch zu erzählen, welche tollen Kurse und Coachings wir haben. Das gehört auch dazu. Aber auch, um ganz viel Content zu geben und für euch da zu sein. Lasst es euch gut gehen. Tausend Dank fürs Dabeisein heute. Ich hab euch lieb, habt eine wunderschöne Zeit und bis bald. Ciao.